stimmt. Null, ich weiß nicht. Du musst jetzt erstmal den Stream starten. Ich hab ihn schon starten. Hallo, ich bin heute hier im Stream. Von mir. Aber noch nicht im Spiel. Das lade ich noch. Bringt ehrlich eine Gaming-Maus wirklich viel mehr als eine normale Maus? Glaube ich nicht. Nein, nur bei diesen Shootern. Ah, okay. Ansonsten ist es absolut egal, denke ich. Weil du schneller Knöpfe drücken kannst. Ja, und halt, wenn du zum Beispiel ein MMO spielst, wo du halt 17.000 Tastaturen brauchst. Hast, ja. Aber sonst. Also ich sage mal, für die Casual Player wie dich, macht es absolut keinen Unterschied. Hm. Ich habe mir schon überlegt, so Maus oder Tastatur und so, aber dann habe ich mir gedacht, naja. Komplett unnötig, finde ich, glaube ich. Ja. Also das Weltinitialisieren dauert sehr lang. Irgendwie habe ich nicht. Sehe ich mein Mikro hier nicht. Wo? In Streamlabs. Kuriose Geschichte, Söhne. Mich hätte schon wieder zusammengeschissen, der Dominik. Warum? Du hast so viel Zeit gehabt, das einzustellen. Bruder. Der Unterschied aber ist, dass es bei dir jedes Mal irgendwas ist. Ja, stimmt. Mann, ich bin jetzt der ungute Jäger. Ich habe schon zwei Tiere erlegt, oder? Und irgendwie ruckelt das heute gewaltig hier. Dann stell dein Spiel runter. Warum? Hat's bis jetzt nicht. So, Danny. Da müssen wir auch was noch umändern. Shit. Bin ich schon im Spiel nah? Bin schon im Spiel. Ich nicht. Du gerade ein bisschen Bäume pflanzen wieder, dass wir einen Holznachschub haben. Krass, Schleichbonus. Ja, und ich tu grad massenhaft Tiere töten. Dass wir ein bisschen Leder haben. Dass wir genug Nahrung haben. Das ist gut. Also ich habe jetzt schon einstecken im Bag. 26 Wildbrets habe ich schon. Das ist geil. Wildbret? Ja. Keine Wilfried? Du bist so unlustig, oder? Okay, aber heute würde ich euch empfehlen, also Alex hat es eh Bescheid, jetzt nur noch auf die Verteidigung zu dem Haus zu gehen. Also nicht mehr erkunden, sondern nur noch die Verteidigung vom Haus aufbauen. Mhm. Ja, ich werde mich eh grundsätzlich um viel kümmern. Seid ihr? Oh, das sind zwei Zombies. Ich bin da irgendwo vom Haus. Was cool ist bei mir, man, das werdet ihr nicht haben. Wenn ich sehe jetzt so in der Landschaft, ja, über den See drüber sehe ich die Häuser, ja. Mhm. Aber unser Haus sehe ich nicht. Unser gebautes. Das habe ich auch. Echt? Krass. Verstehe ich. Warum? Nicht. Ja, ich auch nicht. Okay, also, wenn ich das nicht. Wenn ich im Haus bin, sehe ich schon. Ja, gut, ja, das auch. Wenn ich näher komme, dann sehe ich es. Aber so ist es, so, als wäre nichts da. Die Fackeln sehe ich in der Luft fliegen, teilweise zum Beispiel dann. Okay, das ist nicht nur bei mir. Gut. Nein. Ich wäre halt sehr verbunden. Norbert, ich habe einen Auftrag für dich dann. Ja. Du könntest uns Waffen machen. Ich habe nämlich keine Waffe, fällt mir gerade auf. Wo
Muss ich da irgendeinen Punkt machen, damit ich Waffen machen kann, oder? Nein, irgendwas craften. Irgendwie habe ich das umgeschalten. Ja. Achso, dann passt schon. Ich, die kleinen Bäume würde ich nicht fällen, Norbert. Ja, ich mache das absichtlich. Außerdem bin Achso. Alex. Entschuldigung. Mhm. Schaut für mich alle gleich aus. Weil, was ich will die Zombies ein bisschen sehen, wenn die dann kommen zu uns. Ich bin das Weib. Verstehst? Ich sage, schaut für mich alle gleich aus. Und ja, verstehe ich. Wenn wir dann da sind, dann sehen wir ungefähr, von wo sie kommen schon. Also die werden noch, aber... Haben wir jetzt schon zwei verschiedene. Wir haben jetzt schon Kiefersamen und Eichensamen. Ich weiß aber nicht, wie man... Achso, ja, stimmt, da kann man verschiedene... Also Knochen haben wir auf jeden Fall sehr viel. Ah ja, stimmt. Gute Idee, Norbert. Jedes Mal vergessen wir das, gell? Mhm. I. Norbert, I. Es ist so krass. Mhm. Ah, ich habe 102 Gegner-Kills. Alex hat 5 und Norbert hat 22. Ja, ich bin natürlich der braucht. Aber Alex hat das höchste Level. Gut, eine Tür. Ah, nein. Oh, Alex hat das höchste Level. Krass. Oh, noch eine Tür. Ich glaube, weil wir fürs Zombie töten, kriegen wir alle EP, ist mir aufgefallen. Wenn du einen Zombie tötest, kriege ich die EP auch. Ah, aber dann hätte ich auch gern die EP für Spawn. Ja, ich verstehe. Warte, musst du fragen, warum das ist. So, schauen wir mal. Also, Wildbret ist jetzt auf jeden Fall mal in der Kiste. Hast du nicht letztens eine Tür gemacht, Norbert? Vom zweiten? Wir haben jetzt die Zombies kaputt gemacht. Kann sein. Ja, mach ich eine neue. Fertige Knüppel von Qualität 2 schlecht, verursacht 10% mehr Schaden. Könnte ich machen. Irgendwas, nur dass ich kämpfen kann. Vorschlaghammer kann ich auch anfertigen. Also, mit der Sonderbüchse. Da müsste ich Kampfeigenschaften halt leveln. Wir brauchen eh keine Waffen. Ja, irgendwas Normales einfach, brauche ich Speer oder irgendwas halt. Das, falls es kaputt geht, dass wir mehr als eins haben. Genau. Ich habe nämlich gar keine. Ich habe das nicht nämlich ausgebaut. Ich habe eher vom Koch und so gemacht. Eine Standardsache brauche ich nur. Ich brauche nichts irgendwas Spezielles. Das ist sehr human. Ich brauche das ja nur jetzt zum Verteidigen einmal. Holzknüppel, kann ich noch Steinspeer. Steinspeer kann ich machen. Steinaxt. Ja, was ihr wollt. Ja, dann machen wir zwei Steinspeere bitte. Gut, dann müssen wir schauen. Einen kann ich mal überdecken. Dann muss ich schauen, ob wir Pflanzenfasern machen. Pflanzenfasern kriegst du urviel. Kriegst du überall vom Haus. Oh, fix auch genug. Ja. Weißt du, das Gras, ah, Norbert, da schlägst du einfach drauf und hast schon Pflanzenfasern. Und Norbert, du hast jetzt die Gruppe nicht angenommen. So. Der Tag 7 ist bei mir jetzt rot gezeichnet, seht ihr das? Mhm. Krass. Na, das muss ich wissen. Man, das ist so deppert zusammen, eh nicht, aber was ist der? Bogen, hast du gesagt, ist auch stummig, oder, in dem Spiel? Bis jetzt, ja. Okay. Also ich brauche mit einem Dreierbogen sehr viele Pfeile, trotz allem.
meine, es sind doch nur Steinpfeile. Vielleicht ist der Schaden jetzt von den anderen Pfeilarten höher geworden, weißt du, was ich meine? Mhm. Oh. Moment, da noch. Zwei Speere liegen in der ersten Liste links. Danke. Bitte. Norbert. Dominik. Rübs woanders. Okay. Und zum Beispiel, okay, egal. Leder. Da ist auch urviel Holz drinnen, gell, falls ihr braucht. Ja, ich weiß, danke. Ich habe jetzt gerade 100 noch dazu gelegt. Also ich brauche ein bisschen was, ich werde auch noch oben Beete dann bauen. Oder soll ich das jetzt machen nachher? Nach der Nacht. Ich würde nachher bauen, jetzt will ich nur aus Verteidigen einmal. Okay. Gut, dann lasse ich dir das Holz drinnen. Nochmal, kannst du mal aufs Dach kommen, ob du darauf kommst? Warte gleich. Bist du Depp, oder? Dafür soll es echt einen Dings geben, eine Belohnung, Alter. Was denn? Na, für die Entfernung, wo ich gerade das Huhn geschossen habe. Passt perfekt. Na, es geht mir nur um die Tür, ob du die eh aufmachen kannst. Achso. Machst du da eigentlich noch mehr zu oder ist das absichtlich? Was denn? Was du da offen hast. Wo habe ich offen? Die Blöcke. Ja, die muss ich erst verbauen. Achso. Ich habe sie mal nur alle gesetzt. Okay. Bin gerade dabei. Sollte man nicht da vielleicht auch noch Stacheln rundherum machen? Bei der Tür? Oben? Ja. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche brauchen, weil wenn sie erstmal oben sind, dann ist es schon alles spät. Ich würde halt einfach viele Stacheln ums Haus rumbauen. So viel halt geht. Und dann sollten wir auch anfangen, einmal das Haus und so zu verbessern wieder. Ja gut, da brauchen wir eben dann schon Steine und solche Materialbeton und. Das ist dann, würde ich sagen, für Nacht 14 dann schon. Hast du das Fleisch jetzt schon reingelegt, du? Ja, ich habe schon Fleisch reingelegt, ja. Und ich hole noch mehr die ganze Zeit. Ich habe halt schon wieder 20 anstecken. Also Fleisch wird uns definitiv nicht mehr ausgehen. Das ist gut. Ja. Blöde Frage, wie durch das Feuer entzünden. Schnell anschalten auf der rechten Seite irgendwo. Mit E, glaube ich, müsste das funktionieren. Ja, E, dann gehst du rein und dann tust du unter dem Holz einschalten drücken. Ah, da. Okay. Wenn du es wieder einmal brauchst, dann ausschalten, weil sonst verbrennt das Holz unnötig. Ja, habe ich angelegt. Oh, da ist ein Hase irgendwo in der Nähe. Wieder. Da ist der Hase. Krass. Hasen erledigt.
Ja. Sicher? Mhm. Ich freue mich schon auf die Nacht. Echt? Freust du dich schon auf endlich mit mir zu schlafen? Mhm. Geil. So. Wie gebacken, gebraten. So Tierfett bräuchten wir halt für Fackeln. Tierfett weiß ich halt nicht, wie ich das bekomme. Also sorry, du wolltest wieder rein. Oh. Was tust du? Das ist in meinem Kasten, wo du gesagt hast. Ich schwöre, der Scheiß. Der Hase ist echt nervig. Aber ich verbrauche halt ur viele Pfeile. Alex. Jetzt machen. Wobei Pfeile ja eh jetzt nicht so schlimm sind. Also einfache Steinpfeile kriegen wir eh olacht her. Was denn? Noch ein Messer kann man auch. Mann, das ist ausgezuckt. Er ist ausgezuckt? Mein Charakter auf einmal. Achso, warum? Weil ich mich verdrückt habe und statt bauen habe ich geschlagen und er. Ich frag mich nur, wo hat er. Da brauche ich noch Holz. Ich mir dachte, ich tue dabei ein paar. Soll ich Bäume noch fällen, damit ihr bessere Sicht habt? Oder soll ich noch ein paar Fallen aufstellen? Oder. Also das Holzstachel. Nochmal. Soll ich jetzt Holzstacheln aufstellen oder soll ich noch Holz abholzen gehen dabei? Oder. Wie groß sind deine Beete eigentlich? Nicht groß. Sind die ein so ein Block oder nicht so groß? So wie hast du einen Holzblock halt? Ja, wie ein Holzblock. Pass auf, eigentlich könntest du. Weil ich würde sagen, die Beete können wir ja oben machen. Warte, ich hoffe, ich habe jetzt eine Kartoffel. Treffen wir uns dann einfach oben. Ja. Krass. Okay, das ist nicht viel, aber ich habe jetzt eine Kartoffel geerntet draußen. Ich habe zwei Kartoffeln und eine Kartoffelsaat bekommen. Das ist gut. Irgendwo ein Abwurf. Airdrop 10. Das ist wirklich weit weg, oder? Und das kurz vor der 7. Nacht, oder? Ich würde sagen, du könntest theoretisch da irgendwo an die Wand bauen, also da vorne oder so. Aber da drauf nicht, weil das ist dann zu hoch. Na, drauf eh nicht, das wird dann die Wand quasi. Was ist, wenn ich da die Seite da nehme? Die ganze da. Ja, aber ich würde nicht zu nahe, dass du nicht runterfliegst. Warte, ich komm schon was. Na wieso, ich kann ja von hier ernten. Okay, ja, wenn das geht. Aber dann können wir halt nicht zubauen, dass man nicht. Also, aber es ist wurscht. Ne, ist wurscht, warte mal, mach das einfach so. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht. Na passt, dann mache ich nur hier, so. Ne, da meine ich, da kann ich ja machen. Oder die eine kleine so. Hälfte da, meine ich. Ja, passt, dann machst du hier deine Base und ich baue hier den Raum fertig. Da eine, einmal quer rüber nur. Ja, wir werden dann sicher verschiedene Beete haben. Man kann dann vielleicht auch woanders wohnen, aber. Ja, Ah, das ist, machst da dann noch eine Tür raus. Genau, ich mach da dann quasi noch einen Raum.
Okay. Okay, ich geh mal kurz der kleinen gute Nacht sagen. Jo. Und nach 7 könnten wir theoretisch mal so wirklich eine größere Expedition zu dritt machen halt. Ja. In diese Stadt oder so, wo ihr da wart. Und zu dritt looten, dann sterben wir nicht so einfach. Und genau. Und ich habe ein Dorf gefunden. Weil ab dann könnt ihr ihr wieder looten gehen, weil dann habe ich wieder genug Material und kann mich wieder ums Weitere kümmern. Mein Plan ist ja, das ist ja jetzt nicht so unsere Hauptbase, weil ich werde da nicht alle Mauern abbauen und Stein bauen. Aber letztes Mal zum Beispiel haben wir es so gemacht, dass wir einfach die äußeren Dinge sozusagen draußen gebaut haben, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, aber über dem Wasser ist das halt ein bisschen schwer, was sie. Ja, aber vom Wasser kommen die in der Regel auch nicht. Achso, kommen sicher nicht, okay. Wenn wir die immer unter Wasser gehen, was denn, dann habe ich immer Angst, dass sie dann quasi unterm Haus kommen. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir sowieso umziehen, aber es ist bis jetzt in keiner Nacht sind alle von vorne gekommen, Alex. Okay, passt, dann habe ich keine Angst. Dann machen wir, ja, dann baue ich einfach rundherum die nächste Schicht. Krass, ich habe eine Taschenlampe gefunden. Das ist geil. Und einen Brustpanzer. Weil das eigentliche Haupthaus, das sind jetzt zwei Vorräume, das eigentliche Haupthaus will ich dann eigentlich genau über dem Wasser bauen. Genau in der Mitte von diesen, zwischen Insel und Hauptinsel. Also zwischen Insel und Festland, nicht Hauptinsel. Könnte Uwe Mann sein jetzt. Wo? Könnte Norbert anbauen. Ihm wird es wahrscheinlich gar nicht auffallen. Das leider vergessen, was ich leveln soll. So. Genau, Arzt. Ich soll Arzt machen. Arzt bin ich ja eh schon. Ich darf endlich wieder leveln, oder? Vorher nicht leveln können. Ich habe ja den Malus gehabt. Nicht. Was? Oh. Norbert wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Du siehst den roten Balken unten, Norbert. Wenn der roten Balken, wenn da oben deinen Items ein roter Balken ist, dann darfst du nicht leveln. Unter den Items? Über den Items. Unter den Items ist Essen und Trinken. Also im Inventar meint ihr? Nein. Alter. Auf der Oberfläche. Achso, da habe ich, oberhalb habe ich so einen, was ist das? Das ist nicht rot, sondern eher so lila oder so. Ja, lila, okay, dann darfst du leveln. Dann levelst du nochmal. Aha. Aber Dominik, wenn du campst, dann hast du schon tiefe Wunden gemacht, wenn du viel campst. Ist das? Spezialisier dich auf den Umgang mit Klingenwaffen wie Messer und Machete und lasse deine Feinde ausbluten. Okay, aber ich habe ja noch keine. Messer kann man machen. Ja, Knochenmesser, aber weißt du, wie schwach das ist? Okay. Also da ist die Keule im Moment noch wesentlich stärker. Da habe ich ein Dings gefunden, einen Ort, der von außen und innen überall eingezäunt ist. Krass. Da ist Blei. Oh! New Life, Norbert, da komme ich rein. Norbert, dass du es auch weißt. Ich hätte gesagt, nach der 7. Nacht, wenn wir es überlebt haben, machen wir zu dritt so eine Expedition in die nächstgelegene Ortschaft halt. Okay. Dass wir wirklich mal
durchfarmen. Dann lass mich aber zuerst die Sachen bauen, die zum Anpflanzen, weil das braucht. Das kannst du eh jetzt schon bauen. Achso, ich dachte erst nach der siebten Nacht. Ja, das ist ja da wenig, so dann baust halt. Ich schau mal gerade, ich habe 3 Punkte und ich weiß nicht, wie ich sie vergeben soll. Ja, du machst den Mechaniker, mal gesagt, oder? Ich mach den Arzt, du machst den Mechaniker. Beziehungsweise Förster, Essen und so, und dann schau halt. Bei mir. Ja, weil du das freischalten musst. Ich habe Arzt auch ausgegraut. Ne, ich habe Arzt schon. Ja, wie gesagt, du musst ja Punkte vergeben. Dass du dazu kommst. Egal wo. Nein, natürlich in der Spalte. Das Einzige, was ich frei bin, ist fortgeschrittener Ingenieur. Das ist das Erste, das macht der Dominik, hat er gesagt. Ja, aber sonst habe ich nichts ausgegeben. Sonst Arzt und. Ja, du musst es ja freischalten erst mit den Skillpunkten. Sag ich ja. Ja, schon, aber das verstehe ich nicht ganz. Bei den handwerklichen Eigenschaften ist Arzt, fortgeschrittener Ingenieur, Mechaniker. Ja, aber du bist wahrscheinlich noch Intelligenzlevel Nummer 1, oder? Ja, eben, darum kannst du ja nicht frei sein. Ah, das heißt, ich muss hier irgendwo bei Intelligenz irgendwas. Warte, du musst Intelligenz leveln. Das heißt, da muss ich die Attributpunkte vergeben, quasi. Genau. Oh, das ist geil. Charismatischer Auftritt. Wer sich in deiner Nähe befindet, fühlt sich inspiriert. Verbündete erhalten in deiner Nähe 20 Gesundheit und Ausdauer. Das ist wirklich nicht so schlecht. Habe ich gemacht jetzt. Das könnte eigentlich jeder machen. Ich weiß nicht, ob sich das stackt sozusagen. Wieder durstig, oder? Was für ein Zufall, dass ich jetzt da Wasser gefunden habe, gerade. Ich habe jetzt mal die Punkte gegeben. Schau mal. Na gut, dann muss ich schauen. Holz, verrottetes Fleisch. Hört er mich? Ja. Okay. Was hast du als jetzt Mechaniker? Nein, ist noch nichts frei. Aber du hast 3 Punkte gehabt. Ich habe bei 3 Punkten schon Arzt freigeschalten. Wie viele hast du? Welches Level gibt's so? Glaubst du, kann ich eine Werkbank abbauen, Alex? Weiß ich nicht. Nein, geht nicht. Okay.
Level 4. Ja, da musst du locker haben. Ich bin Level 3 und hab schon. Okay. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe vorhin einen Punkt woanders ausgegeben. Ja, aber wenn du Level 4 hast dort, dann... Na, insgesamt bin ich Level 4. Na, ich meine, was hast du bei der Intelligenz jetzt Level? Weil ich habe Level 3 und habe alle drei Sachen frei. Bei Level 2 war Mechaniker, bei Level 3 war Arzt. Intelligenz bin ich Level 1. Genau, da musst du Level 3 werden. Also Level 2, glaube ich. Was hast du da jetzt gelevelt? Ach so, meinst du, ich muss die Intelligenz direkt leveln? Ja, sicher. Sonst kannst du ja nicht in den Dings leveln. Ich dachte, innerhalb von diesen ganzen Bäumen. Okay, dann habe ich es falsch gemacht. Immer. Bei jedem musst du zuerst das obere, den Attribut leveln. Okay. Wenn du nur Attribut 1 bist, wirst du bei den unteren immer nur 1 von 3 oder 1 von 5 haben. Du kommst nicht auf 2. Okay, jetzt check ich's. Na, da habe ich immer nur 1 jetzt. Da muss ich dann bei den anderen, wenn ich Punkte dazu kriege, werde ich das dann leveln immer gleich. Eisen ist halt ein urgroßes Problem, finde ich. Also, ich bin jetzt schon tief eigentlich in der Erde, finde ich. Ja, ich habe gesagt, ich google nach. Keine Zeit jetzt für Google. Ja, jetzt ist schon spät, aber. Also ich mache was dazwischen für Selby, oder? Oh mein Gott! Ich habe ein Robotik-Dings gefunden. Ein Robotik-Hammer. Das heißt, ich kann, wenn wir den craften, können wir schneller in die Erde graben. Das ist genau was für mich. Ich schaue, was ich nachher dafür brauche. Ich habe es halt auch schon gelernt, Alex, du siehst, dass ich meine Ruhe habe. Also, ich habe keinen Platz, nämlich. Ein Dietrich und eine Steinschaufel habe ich noch gefunden. Ein Dieter? So, ich habe noch eine zweite Dings gefunden. Alex, ich habe noch eine zweite Dings gefunden, ich komme jetzt zurück. Zweite Taschenlampe. Ah. Ich wusste nicht, was Dings ist. Ich weiß, wo man sie einschaltet. Alter, habt ihr euch das ganze Holz genommen? Nein. Ich bin nicht einmal da. Ich brauche nur ein bisschen Holz. Ist kein Holz mehr drin. Da waren über 1000 Holz drin. Ich hab mir kein Holz genommen. Wie gesagt, ich bin nicht. Ich habe vorhin über 900 Holz reingelegt. Wenn ich zurückkomme, ich schau dann gleich mit dir. Ich habe aber keins. Wenn nicht, kannst du bloß was von mir haben. Okay. Was habe ich mit? Ich habe nicht so viel. Ah, okay, Schausager. Habe ich schon. So, verdorbenes Fleisch habe ich von euch noch. Nein. Dominik, wo ist Fleisch? Nein, habe ich aktuell nicht mit. Ah, cool. Was denn? Ich bin inspiriert. Vom Arbeit? Ja, steht da jetzt. Ja, aber steht, ich. Das mit den ganz oberen habe ich nicht checkt. Weil ich es mir nicht gescheit durchgelesen habe. Der vertrauenswürdigste Bankangestellte, den du jemals finden kannst. So,
unterschreiben Sie hier den Kreditvertrag. Ich habe das alles durchgelesen, alles in Ordnung. Für Sie kommt keine. Wird schon passen. Ein Monat später eine Mahnung von 4000 Euro. Oh, Scheiße, ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Pass auf einmal. So, Leute, wir haben nur noch 4 Stunden Zeit, gell? Baustoffe. Um uns dann. Alles kriegt man irgendwo nach oder kann man sich in die craften. Die Frage ist halt nur, wie leicht man an Sachen kommt. Ja. Nitrat? Also, ich sage mal, in einer Stadt hätten wir das Glück gehabt und wären wir in einer Stadt gewesen, wären wir schon viel besser ausgerüstet. Was war das? Ich glaube, es war ein Donner. Aber es ist kein Unwetter draußen. Dann war es 2020. Boah, ich bin endlich da, Alter. Alles okay. Schön ist leicht. Na gut, ich muss mal fressen und trinken, jetzt vor der Nacht. Essen ist auf jeden Fall noch da. Ist genug da. Ja. Wir sollten so... Auch die zweite Kiste. Auch trinken reingeben. Aber es ist ein Gewitter. Muss mal wieder. Aber haben wir keine kleinen Steine mehr? Ich glaube, wir müssen jetzt endlich mal kleine Steine. Erste Kiste. Erste Kiste, zweite Reihe, zweites Dings. Das sind nur drei. Erste Kiste. Andere Seite, erste Kiste, Entschuldigung. Ah ja. Oh. Ausreichensteine, alles klar? Ja, was sehe ich? Baue ja nur Steine ab, da war in der Mine. Okay, passt so, dann kann ich mir ohne Probleme Steinpfeile machen. Ich habe da auch noch 43 Dele. Absolut kein Problem. Ich mach Steinpfeile, gönn dir, oder wirklich? Gönn dir. Ich gönn mir. Wie gesagt, nur Eisen ist wirklich Problem, Alter. Jetzt habe ich schon wieder Stream-Dings im Dings. Ah, ich habe es jetzt weggeschalten. Wie? Mit der Nummer 2. Jetzt ist wieder weg. So. Oh, nice. So, trinken. Ich brauche Gläser Wasser. Da ist noch nichts. Da gekochtes Wasser. Wasser müsste irgendwo sein. Ja, habe ich schon gefunden, danke. Kann auch sein, dass das gut war. Ich bin hungrig, ich hab doch vorhin gerade was gegessen. War ich nicht genug? Ja. Weil ich bin verwirrt. Ich muss ganz kurz aufs Klo. Bis gleich. Stimmt, die hab ich jetzt vergessen. Na, dann geh einfach raus. Was? Eine Toilette habe ich nicht einbaut. Soll einfach rausgehen. Unter. Darunter die Anzeige hast du ja mit Essen und Trinken. Ah, ist das grüne, ist das Essen, Essen. Und das gelb und das blaue ist Wasser. Genau. Okay. Gleich geht's los. Können wir schon vorbereiten, oder?
Ah, shit, da fehlt mir verrottetes Fleisch jetzt. So. Mal anschauen, was du da machst. Anschauen. Wir haben noch auf jeden Fall, ich habe wieder einiges an Holz in die Kisten gelegt, gell? Geil. So, ich muss jetzt einmal schauen. Ja. Wenn ich was dieses Teil braucht. Das Werkzeug oder ist das eine Waffe? Ich weiß es nicht. Alter, was ist das? Haben wir noch Stacheln? Nein, musst du craften. Passt. Ganz wichtig. Aber Holz ist auf jeden Fall. Soll ich das machen? Oder nein, mach du. Wie du willst. Warte mal. Dann nehme ich alles Holz raus, was wir haben. So, ich muss einmal schauen, ob haben wir noch irgendwo Samen über zum Pflanzen. Ist sicher. Ich habe jetzt das ganze Holz genommen. Ich mache jetzt alle. Aus allen mache ich Stacheln. Holzstacheln. Holzstachelfalle, genau. Noch 121 Holzstachelfallen. Ich habe eigentlich nichts angezogen. Fällt mir gerade auf, oder? Habe ich was? Oh ja, habe ich. Ich habe mich so nackt gefühlt. Weil ich würde sagen, Dominik, du könntest ja dann wirklich draußen stehen. Oder ich stelle mich mit den Stacheln hin, ist das ja wurscht. Weil ich würde nur ein, zwei reinbauen und wenn sie was eh durchbrechen, dann die nächsten zwei rein und so immer weiter. Weil wenn wir alles voll bauen und dann. Müssen wir alles wieder abbauen, unnötig. Warum? Ich würde sie sowieso lassen. Ja, aber dann kommen wir nicht raus. Ach so, du meinst, dass du sie... Bei dem Weg, den wir uns gemacht haben, weißt du? Ja, ja. Würde ich drei rein so setzen. Und was die, wenn du siehst, die kommen durch, wieder in den nächsten drei rein. Weil wenn wir wirklich alles bis zu Typen, was sie zubauen, dann... Ich höre schon Zombies. Alex. Was? Molotov mit der linken 3 Molotov habe ich gesehen. Okay. Anton ist gerade gestorben vor unserer Tür. Mit Messer tut man die ausweiten oder was? Ein Robotikhammer braucht. Was kann der? Ein Robotikhammer ist wohl ein Abwehrdings. Wollt sich euch von wer von euch nicht die Jacke nehmen? Welche Jacke? Da ist eine Jacke drinnen. Zeig mal her. Vorletzten von rechts. Ah, da. Na, brauche ich nicht. So. Okay, Samen habe ich jetzt hab ich leider die Beete nicht, weil ich nicht genug Samen habe. Das aber das. Ah, ich trottel. Der Beete war. Eisen ist ja wirklich krass. Ne? Was denn? Genau. Den Charakter. Alle Zustände. Nervös. Noch ein Messer? Alex? Ja? Soll ich dir mal ein paar Stacheln ab? Ich leg dir mal ein paar Stacheln hinter dir am Boden. Was? Du nimmst sie jetzt, weil die spawnen relativ schnell. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Es geht gleich los. Ich baue die Stacheln schon zu, ja? Okay, Kaffeeboden kann man nicht anbauen, so wie es ausschaut. Alex, ich baue schon zu.
Ja, ja. Ich schau, wie der Himmel schon rot wird langsam. Du musst noch zubauen, ich habe keine Stacheln dabei. Die dauern immer ein bisschen, bis sie kommen. Komm schon. Ich habe dort vorne den Eingang schon zugebaut. Genau, so würde ich jetzt einmal lassen. So, oder? Ja. Warte, ich mache aber noch eine Reihe vor uns direkt. So. Was? Ich gehe von oben mal mit dem Pfeil und Bogen ein bisschen schießen, ja? Wenn du hast eh keine. Du hast, ich habe den besten Pfeil und Bogen von uns der Wahl. Naja, ich bleib unten und schau, dass sie nicht durchbrechen. Und ich nehme schnell meinen Schlafplatz und lege nach oben hin. Ich kann von unten ja dann auch ein bisschen. Haben wir noch irgendwo Pflanzenfaser? Ja, ich muss das irgendwann mal sortieren, das schaut so aus in den Kisten, dann wird mir ganz schlecht. Ich lege nicht meinen Dings nach oben, meinen Schlafsack. Da wird mir ja richtig schlecht, wenn man da nicht schafft. Wir müssten auch dann schauen, wie wir Federn, weil irgendwann sage ich mal Federn, irgendwann sind Federn aus, oder? Alter, ich habe urviele Federn noch. Ah, okay. Die sind aber auch alle verteilt. Ja. Ich habe ja Händel und so gejagt. Ah ja, stimmt, durch Tiere gibt man eh so viel an, ja. Hab ich vergessen. Nur Eisen brauchen wir, weil ich würde gerne bessere Pfeile haben für größere Tiere. Wir müssen uns mit Stein. Ja. Was soll ich tun? Ich wünsche mir auch Eisen. Gleich geht's los, Leute. Ich hoffe, wir überleben die erste Nacht. Norbert, mach dich bereit, bitte. Kampfbereit. 8 Sekunden, also 8 Minuten noch, aber wahrscheinlich nur ein paar Sekunden. Ich bin spannend, ja. Weißt du, was ich auch gedacht hab, was euch ist? Was denn? 5 Sekunden. Aber doch Minuten, hast du gesagt? Ja, es sind keine richtigen Minuten. 10 Minuten. 3 Minuten. 2 Minuten. Komm, los geht's. Ja, Alter, ich bin eh. Ich tu grad was kochen, warte. Wir haben jetzt keine Zeit dafür, Norbert, verstehst du es nicht? Ja, ich weiß nicht. Die kommen schon. Die kommen schon, kommt's! Alter, hektische. Ja, es sind urviele, Alter. Ja, trotzdem musst du die angreifen auch. Dann habe ich alles unter dem Griff. Derweil ist der rechte. Okay, der rechte Fett ist schon tot. Links ist ein Urfett. Okay, der ist auch schon tot. Okay, ich habe mich dazu entschlossen, ich baue alles zu. Ja. Die kommen viel schneller durch, als ich dachte. Ich auch. Wie kommt der rein? Warum bist du so hektisch? Weißt du, was ich dir vorhin sagen wollte, Alex, eigentlich? Vielleicht oben eine Kiste machen soll mit den Speisen. Mal oben. Naja. Die können raufklettern auch. Aber nur, das solltest du wirklich helfen bei der Verteidigung, sonst ist es sehr eng für uns. Aber es war nicht vorbereitet. Ja. Aber weißt du, mir noch sagen, soll ich zu hektisch sein? Fettes Kind. Wie viel siehst du noch draußen? Ja, die spawnen immer wieder nach. Okay. Kommen schon wieder welche. Ich hab nur die Axt. Ja, dann warst du nicht vorbereitet, sag ich ja. Axt ist kein Kampfwerkzeug. Axt ist nur ein Werkzeug. Pfeil, Bogen. Alle, die kommen jetzt alle von der Seite. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich kann nicht mehr euch spawnen. Wenn du die Wand zuhältst, Alex. Ich halte die Wand, ich versuche es zuzuhalten. Ich kann versuchen, die so gut wie möglich von oben mit dem Pfeil und Bogen zu erschießen. Aber was ist so, dass sie irgendwann aufhören, haben zu spawnen? Irgendwann ja. Okay, der eine Zombie ist urlost, der da hinten schlägt nämlich den Baum.
Okay, sie brauchen eh noch ein paar, bis sie durch sind. Wir schauen mal vorne aus. Ah, da vorne schauen wir safe aus. Wir hätten auf der Seite vielleicht. Nein, nein. Der Zombie ist wohl lost da irgendwie. Jetzt müsste es gewesen sein. Eine Stunde war es also immer. Ja, das dürfte wohl gewesen sein. Stark. Ich meine, wer zerstört etwas? Ich. Achso. Ich habe noch Stacheln. Ich habe schon im Haus gebaut. Ah, okay. Ich werde die Stacheln außen noch erneuern jetzt da. Ja, ich meine auch. Soll ich da helfen? Das war ziemlich krass, oder? Was denn? Da von der Seite einfach nichts durch, oder? Also Tür näher mache ich gleich näher. Oder? Nicht alles aufmachen, Norbert, gell? Gas, mir ist kalt. Ich hole mir doch die Jacke. Ich baue ein paar kaputte da auf der Seite wieder. Ganz auf. Man kann die auch verbessern oder sogar. Ah ja, mit Eisen. Ja. Oh Gott sei Dank. Kannst du nur mit Eisen. Es gibt ja Eisen. Dinger da. Aber die kaputten Holzdinger mache ich. Aber jetzt hast du gesehen, aber wie es zugeht dann. Hat auch überhaupt. Und das war noch gar nichts. Also das ist jetzt noch. Das war wohl so die erste Warnung sozusagen. Es kommen ja dann auch Hunde, diese schnellen. Okay. Und du siehst, wie schnell die das durchbrochen haben eigentlich. Ja. Ich bin nur froh, dass ich davor schon so urviele Stacheln gemacht habe. So. Alex. Wir brauchen dann auf jeden Fall wieder Holz. Und alles nehmen. Ich werde jetzt die Seite auch ein bisschen besser verteidigen. Anscheinend sind sie ja bei der Seite reingekommen. Alex? Mhm. So, ich hab Holz, werde ich dann halt einfach nachholen auch noch. Gibt's ja, eh noch? Ich geh schon, Holz. Holz kann ich. Da draußen steht da noch ein Beet von dir, gell? Ja, ich habe aber nichts, wo ich es bepflanzen kann dabei. Aber ich meine, dass du es auch nach oben geben könntest. Achso, das kann ich einfach verschieben. Okay. Das weiß ich denke schon, oder? Aber wenn nicht, vielleicht baust du es ab und dann kannst du, kriegst du Ressourcen wieder. Ja. Meine ganzen Pfeile sind hier, Alex, teilweise. Ich höre irgendwo was. Was war da noch? So. Der hat schon wieder gestöhnt, der Charakter. Nein, der stöhnt die ganze Zeit. Ich kann auch einen Baum pflanzen drauf. Ja, du könntest, dass du quasi, du könntest ja quasi in deiner Baseball mit dann pflanzen.
Naja, dass du nicht raus musst, könntest du ja in der Base Bäume pflanzen. Ja, aber naja, das ist doch wieder dumm. Ja, machen wir eh nicht, aber weil du gefragt hast, man kann auch Bäume pflanzen. Das ist der Sinn dahinter, dass du quasi in der Basis bauen könntest. Ja. Irgendwann wird unsere Base eh so groß sein wahrscheinlich, dass alles drinnen ist. Ja, wenn wir rundherum bauen. Genau. Also ich glaube trotzdem, dass ich mit der kleinen Axt schneller bin als du, Alex. Sag, wollt ihr den Schmelzofen nicht auch ausschalten oder macht sie gerade was? Weiß ich nicht, schau rein. Der ist, glaube ich, in Betrieb. Okay. Und? Ich glaube, der macht Lehm. Alter, der tut Steine schmelzen. Ja. Wenn wir es brauchen. Sollte sich langsam heilen, Norbert. Mit Essen. Na, mit Essen habe ich immer noch einen Fett. Oh ja, mit der Zeit schon. Aha, warte mal kurz. Ich glaube, ich finde gerade etwas. Ist aber schön für dich. Wenn du auf der Karte schaust, Alex, da gibt es so schwarze Punkte, ja? Diese schwarzen Punkte sollten Stellen sein, wo man Eisen finden kann. Okay, warte mal. Ich schau da gleich. Schwarze Punkte? Ja. Aber schau auf die Insel. Auf der Insel sind schwarze Punkte eigentlich eingezeichnet. Nur einen sehe ich. Nimm unseren Haus, dort wo der Norbert steht, da ist ein richtiger schwarzer Punkt. Ich sehe schon, ja. Okay, das sind andere schwarze Punkte. Wie hast du das jetzt herausgefunden? Internet. Achso.
Na, pass auf, dann versuche ich das. Okay? Ja. Die sollten Eisenbruchstücke geben, nämlich. Und diese Eisenbruchstücke, die kann man dann... Ja, ich weiß eh, Eisen erkennt man dann. Aber ich verstehe nicht, weil wir hätten schon längst Eisen haben sollen, meiner Meinung nach. Aber es ist halt dumm, dass man das nicht so während der Erde auffindet, weil... Ja, sollte man eh auch hinter der Erde finden, steht hier im Internet. Vielleicht bin ich wirklich zu tief oder wirklich eine blöde Stelle einfach. Keine Ahnung, vielleicht dort. Schau, aber zum Beispiel, ich esse jetzt und mein Leben geht jetzt in die Höhe. Da muss man aber viel essen, damit das in die Höhe geht. Na, es geht. Ich habe 2 Steaks gegessen. Ich auch und bin jetzt bei 60. Ja gut, du warst aber fast tot. Ich war ja nicht fast tot. Zehn bis 15 Blöcke tief sollte man buddeln. Ab dann kommt Eisen? Nein. Aber soll wohl die am höchsten Wahrscheinlichkeit sein. Ich glaube, so tief bin ich da drüben noch gar nicht. Aber ich gehe dann eh gleich wieder rüber. Mal losgehen, tun wir erst in der Früh, oder? Vielleicht noch Ruhholz abhacken. Gornisch. Scheiße, ich komme nie wieder zu dir. Gornisch. Nein, ich komme nie wieder zu dir. Wahnsinn. Ich komme nie wieder. Das neue Ich wollte fragen, ob ist du diese Susterin von Zocki oder kann ich das abholen schicken? Das ist die Mod. Was ist denn? Ich komme gleich mal zum Leichtbahn. Na Leihwund. Der schickt die Sachen nach Polen weiter. Wir haben es auch weitergeschenkt. Also auch Marzipan. Das ist aber echt mühsam, Alter. Angst, wenn ich zu tief komme, dann kann ich die Erde. Kennt ihr das Gefühl, wenn du in einem Loch steckst?
Flasche voll. So, was ist? 15 Blöcke. Was denn? Hast du aktiv? 10 bis 15 Stück drin im Internet, ja. Aber es heißt nicht, es kann auch weiter oben sowas geben. Warum? Ja, ich baue jetzt wie ich Stahlberg ab. Ich gehe jetzt Stahl. Wenn ich halt nicht mehr hochkomme, tut's mir leid. Ja, bleib. Meinst du, du Schwein? Einzige meine Outzone nervt mich ein bisschen. Hätten sie sich halt in Orbit schenken sollen. Warum? Der wäre dankbarer gewesen. Ja, Bar nehme ich mal eh raus, aber nicht alles. Nein, das war ein Spaß. Da will ich meine unsere Süßigkeiten nach Polen platzen. Aber ich bin auch nicht so der Schokoladenfan in der Regel. Na, Schokoladen schon, aber Marzipan war nicht unbedingt, aber. Boah, Marzipan liebe ich. Ja. Danke. Bitte. Oder ein Mauern. Na, Leon. Warte mal, Eisenerz wurde mit A13 entfernt. Das heißt? Ich weiß es nicht. Jetzt sagst du mir, ich soll da runterkommen. Ja, Google selber, Alter. Ich bin entfernt, oder? Das ist ein Wahnsinn, Alter. Google selber, ich will die ganze Zeit. Okay, Iron kann nur noch unten gefunden werden in Deutschland. Eh unten, wo du jetzt bist. Warum bin ich nicht dort, wo die schwarzen Löcher sind jetzt? Gas zu geben. Ich bin in einer Kiste.
Achso, ist schon in der Früh? Ah ja. Schon lange. Ja, aber. Ja, erzähl das unten nicht. Und du hast die Uhrzeit trotzdem. Ja, aber ich schau nicht. Ich orientiere mich an der Helligkeit. Dann gehen wir hier. Ich weiß nicht mehr, wo eine große Stadt ist, oder? Norbert war in einer, oder? Ich war in einer. Aber in einige Häuser. Dann? Let's go, Mario. Ich bin vom Haus, ich warte auf euch. Okay, ich liefere das Holz ab, was ich gefällt hatte. So, 1000 Holz mehr drinnen. Alex, komm! Das war Kohle, Brudi. Das ist Kohle zum Beispiel. Ja. Na gut. Wir wechseln den Ofen abschalten. Nein, das wartet ja trotzdem weiter. Kann ja noch weiterlaufen, aber. Komm, Norbert, Hoppi! Das war der schwarze Fleck jetzt. Achso, ja, dann was Kohle. Dann graue Flecken sind wohl Bäume. Gehe ich davon aus. Kannst du das die Stadt markieren dann, Robert? Ja, weil irgendwie brauchst du lange. Ja, aber generell, dass wir wissen, wo wir ungefähr hingehen, wenn wir uns verlieren oder so. Yes. So, warte mal. Markieren. So, wie markiere ich was? Vielleicht am Markt, glaube ich. Hast du markiert, Norbert? Ja. Hast du auch geteilt mit uns? Okay, mein Wagen kurz gerade. Wo ist denn die Stadt, Norbert? So, ich hab's markiert. Aber wie teile ich's dann mit euch? Rechtsklick habe ich. Hast du nur einen schnellen Wegpunkt gemacht oder Wegpunkt gespeichert? Schneller. Okay, dann mache ich speichern. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Jetzt? Nehmen wir uns eigentlich Essen mit, oder? In der Regel, wenn du genug gegessen hast, brauchst du nichts. Wir müssen jetzt sowieso mal gehen, weil sonst kommen wir nie an. Okay, dann vielleicht bin ich unterwegs dann noch was. Na dann gehen wir. Ja, dann gehen wir. Also gehen wir und bleibt stehen. Oh geil, mit Norbert unterwegs habe ich 127 Ausdauer. Das stimmt, ja. Das ist wirklich klar. Das wäre sinnvoll, wenn das jeder von uns leveln würde. Ich glaube nicht, dass sich das deckt. Ich glaube auch nicht. Weil wir schon inspiriert sind. Meine Jünger. Nur gerade in die Richtung, oder was? Ja, warum hast du es nicht markiert einfach, sag ich ja. Ich hab's eh markiert. Ja, dann siehst du es ja oben auf der Karte. Ja, oh ja, geradeaus. Ja. Soll auch ein bisschen schauen, wo ich bin.
Aber du hast gesagt geradeaus. Ja, oh ja. Das ist die Richtung, was die hat. Ah, stimmt, ich kann den Speer schießen. Geil. Hey, und wo ist er jetzt? Dort, wo du ihn hingeschossen. Scheiße, jetzt hab ich den Speer gehabt. Er wird eh markiert, wo du ihn hingeschossen hast. Markiert? Ja, bei mir wurde er markiert. Ja. Nein, Wahnsinn, wurscht. Lost. Wirklich, aber wirklich. Dieser große Stein, Alex, daneben, ist das vielleicht Eisen? Nein, ich baue alle Steine gerade ab. Das ist ein ganz großer auf der Seite, schau. Warte. Aber normal erkennt man das, früher hat man es erkannt. Nein, das ist auch nur Stein. Auch nur Stein, alles. Ja, vielleicht solltest du dich wirklich mal erkundigen beim nächsten Mal. Das ist Eisen. So schaut Eisen aus. Dann nimm gleich mit den ganzen. Nimm ich hier. Kannst du ruhig weitergehen, aber. Da geht was weiter. Das waren jetzt 168 Eisen. Meine das ist gut. Ja, ich habe auch Eisen. Wenn das so. Nein, das ist kein Eisen. Nein, Blei, glaube ich, oder so. Soll ich das abbauen? Das habe ich schon abbauen. Nein. Aber unter der Erde findest du sicher auch Eisen, Alex. Ja, Alex. Aber was sehe ich? Sieht so aus, als gäbe es da unten mehr Erz. Schreib da mal hin. Führt die Straße in die Stadt? Ja. Vermutlich. Eine Straße führt immer in die Stadt. Nicht immer. Früher war das nicht so. Da hast du verrottet das Fleisch in Arbeit neben dir. Wo? Das, wo du da vor dir stehst. Du stehst genau davor. Das zeigt aber... Ah, okay. Ja, was willst du, dass er dir anzeigt? Am fliegenden Fall, wo steht, das ist verrottetes Fleisch? Ah, da ist die Kirche, von der er geredet hat. Nein, von der der Norbert geredet hat. Ich wusste nicht, dass man das abbauen kann. Und das ist aber die Tankstelle, wo ich das Benzin habe. Schneebium. In der Kirche sind urviel Zombies. Ja, aber ihr müsst es auch auf mich warten. Ich habe nicht zu viel Ausdauer wie der Alex. Scheinbar. Du hast uns ja auf der Karte markiert. Trotzdem. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Krass, ich habe über 100 Hunger, wo wir losgelaufen sind. Ja, ich aber auch. Scheiß doch, das Schlimmste, was passiert, ist halt eben. Ist halt eben. Verringerte Ausdauer. Alex schon, Alter. Bist du schon in der Stadt? Aber die ist im Schneegebiet. Ja, und? Ja, da wird uns kalt sein, nämlich an. In ein Haus reingehen. Ist der da nicht kalt? Ich glaub nicht. Dann ist der Ufer der Zombie, oder? Ich kriege ihn nicht an. Bin fast tot, oder? Alter. Zu euch hättet ihr halt gewartet gemeinsam. Oh, der Zombie ist tot, hab grad 600 Erfahrungspunkte bekommen fürs nichts tun. Ja, wirklich, das war da war Viech, oder? Da ist ein Wolf nebenan. Scheiße.
Ja, denke ich nicht. Bin nur mal ein Two-Hit-Wonder. Ich habe aber keine Fackel, weil mir noch keiner ein Tierfeld gegeben hat. Dagegen drin, oder? Ja genau, da ist die scheiße Tierfeld, Alter. Bist du wirklich da rein? Ne, ich muss wo ran, sonst... Ich will ja nicht verrecken. War keine gute Idee, daher zu gehen. Das ist aber nicht der Eingang. Ja, du hast auf der Seite den Eingang, aber okay. Alter, da ist ein Gepard oder so. Ja, das auch. Und schon ein Zombie. Alter. Alter. Ja, Alter, wo hast du es hingeführt, oder? Alter, da geht Bad aus. Scheiße, ich sterbe auch jetzt sicher. Ja, ich geh zurück. Das sind Ulfi Zombies, hab ich oft gesagt. Der Zombie, der uns killt, das ist der Gepard, der uns killt. Ja, den hat Dominik ja gelockt. Nein. Der war schon da. Ich hab auch dort Bären gesehen. Also Bären gibt's auch dort. Warum gehen wir dann daher, Alter? Ihr wollt es in die Stadt. In eine Stadt, aber ich kenne die gefährlichste, wenn es geht. Du hast gesagt, ich kenne eine Stadt und ich soll euch dorthin bringen. Alter. Et voilà, hier ist die Stadt. Aber ihr wart nicht mehr in der Stadt drinnen, Alter. Die Stadt wird mich auch nicht mehr so leicht sehen. Also diese Sachen zumindest. Wie wär's, wenn wir ins Kaufhaus gehen? Na, jetzt bleib ich hier. Du bist dort nicht mehr hin. Ich bin dort. Bei Kaufhaus gibt es sicher auch gut zu blicken. Aber ich sag, der Kirche ist das Kirchzentrum, wo man reingehen kann in der Stadt. Also ich tu gerade die Zombie, Kirche komplett alleine klären. Ich bin auch unten dabei. Ich muss nur von diesem Jaguar noch wegrennen. So. Bin wieder hier. Passt. Ja, noch ein Zombie. Kirche haben wir jetzt aber geklärt, Alter. Na, unten nicht noch. Unten sind noch Zombies, habe ich gesehen. Da gibt's noch eine Etage tiefer. Okay. Gut, looten. Kannst du mal die Eisentüren aufbrechen? Wo denn? Ja, auf der Seite zum Beispiel sind Eisentüren. Und wenn du was zum Essen findest, ich brauche unbedingt Essen. Da ist ein Wandtresor, Alex. Schau mal, ob du den aufkriegst. Na, wenn ich ihn abbaue, ist er kaputt, oder? Glaube ich nicht. Okay, aber es kommt halt darauf an, wie schnell du ihn abbaust. Er hat schon viel Leben. Glaubst du, so weit reicht mein Ding nicht? Ja, dann hör auf, dann mach da mal die Türen auf oder so, Alex. Aber ich sehe keine Eisentüren hier. Letzte Problem steht. Hab schon. In dieser Stadt habe ich eine Mission gehabt, Alter. Da geht's den Keller auch runter. Ja. Okay. Hinter uns. Okay.
Alex, geh weg! Das heißt, ich sterbe. Das heißt, ich öffne, ich sterbe, desto eher gehe ich dann in die Mitte. Komm ganz rauf! Kann ich nicht, ich kann nicht gehen! Ja, super. Ja, aber ich sterbe jetzt da. Alex, ich hüpf runter, weil ich brauche meine Sachen dann. Dann kann ich meine Sachen nachher holen, wenn ich wieder da bin. Ich bin tot. Ja, ich auch. Heftig, heftig. Ich will meine Sachen zumindest holen. Es war nicht die Kirche war schon geklärt, aber der Hund ist von draußen gekommen. Der Leopard oder was? Nein, ein Hund. Ein Wolf. Oder ein Hund, keine Ahnung, was das ist. Laufen wir gleich gemeinsam hin, Alex? Ja. Okay, dann warte ich bei der Brücke auf euch. Du kannst aber reingehen und den Wolf töten. Alter, der war aber echt stark. Der war wirklich heftig, Alter. Der hat mich tot letztes Mal. Der Wolf? Ja. Ich dachte, die Zombies. Ja, ich dachte auch. Du hast ja die Zombies, du bist runtergefallen, die Zombies haben dich geholt. Ich habe ja mehrmals dort müssen, weil ich mehrmals gekillt worden bin. Alex, hat auf mich. Wir sollten gemeinsam reingehen. Ja, ich renne nur ein bisschen lang, was dir die Ausdauer. Weil die ist schon. Ich höre mich irgendwo. Wenn du nicht bei der Kirche bist, kannst du den Wolf gar nicht hören. Nein, den Leopard. Da habe ich auch einen Bären schon gesehen, also da ist alles gut. Das sagt er uns erst, wo wir dort waren. Die erste Expedition von mir hat einmal nicht so gut geklappt. Vor allem Loot war bis jetzt in der Kirche auch nicht besonders irgendwie. Nein. Aber vielleicht im Keller dann. Was? Die Kirche war eh nicht, glaube ich. So. Alter, du hast die Kirche gar nicht gelootet. Wie willst du das wissen, ob die Loot drin gut war oder nicht? Weil ich nichts gesehen habe drinnen. Ja, deine Augen sind aber nicht wirklich geschult. Tresor war halt interessant gewesen. Was sagst du? Der Tresor war halt interessant gewesen. Ja, aber da kann halt auch beides drinnen sein. Der Urwasch oder die guten Sachen. Und Keller, glaube ich, sind auch ein paar Sachen vielleicht noch. Im Keller würde ich mir gut vorstellen, dass da viel ist. Wie viel Ausdauer hast du, Alex, eigentlich, gesamt? 110. Ah, du bist schon Level 10, krass. Anscheinend. Vor allem, wir brauchen das Eisen unbedingt, das du da gesammelt hast. Doch. Genau, das ist irgendwas, warum ich eigentlich hinrenne. Sonst habe ich eh nichts wirklich Wertvolles. Ja, mein ganzes Werkzeug ist halt schon wertvoll, mittlerweile. Ich habe halt nicht viel wertvoll, als ich immer mit Spitzhacke. Mein gut, ja, jetzt Eisen ist halt auch wertvoll. Ja, aber. Kinder. Ja, lock ihn am besten weg von der Kirche. Fuck me hard, Alter. Ja, danke. Vielleicht sollten wir uns aber wirklich angewöhnen zu markieren Sachen. Ja, der Wolf von hier, ich hab gewusst, wir hätten den Wolf töten sollen, Alex. Das war der von da, oder? Scheinbar ja, weil der ist da nicht mehr. Wahrscheinlich hat er dann einen von uns noch verfolgt. Oder? Ja, mich hat er auch verfolgt. Ich hab gedacht, ich konnte ihm abhängen. Jetzt ist er aber immer noch bei der Kirche. Ich frage nicht, vor der Kirche ist. So, ich spar kurz meine Ausdauer und dann sprinte ich komplett rein. Bist du auch untergekippt, aber? Ich hab's nicht geschafft. Scheiße. Die haben die Türen urschnell kaputt gemacht, scheinbar, gell?
Das war nur so eine Holztür halt, was ich. Ja, ja, ich weiß. So, passt, ich hab wieder alles. Okay. Hast du deine Sachen, Alex? Ich hab vergessen, wie wir alles sind. Ja, hab alles. Alter, der Zombie hat sich aber wieder. Und Herz, wollen wir noch runterschauen trotzdem? Du hast oben die Kiste, wo du alles reingehen kannst. Bist Kiste. Du oben, Alex? Ja. Welche Kiste? Na, dieses Kistensymbol, wo du alles reingeben kannst. Was meinst du? Mhm. Oben ist nichts, wo ich bin. Ja, es ist sicher alles unten. Hab ich. Ich schau nochmal. Warum kommen die alle runter, die Zombies? Verstehe ich nicht, Alter. Wenn du oben bist. Nein, da ist nichts. Alex, bist du oben? Bin jetzt wieder Ebene. Ah ja, geh mal runter. Gibt auch einen Nebeneingang, gell, wo ihr runterschätzt. Links. Geh mal runter, Alex. Ja. Da gibt's wohl Eisen, ist das Eisen? Ich höre einen Zombie. Ich auch, ich schau mal raus da. Geh mal da eine Runde. Krass, oder wie groß ist denn die Kirche? Da geht's wieder runter bei mir. Gehen wir mal da runter. Ich mach die Tür nämlich dazu hinter uns. Ja, passt. Da geht's nochmal runter. Was ist? Achtung, Zombies. Ich geh schon zurück, langsam. Man kann da sonst nicht helfen. Ja, passt schon. Ist er runtergeflogen? Einer ja, unser zweiter jetzt doch. Klar. Das erste. Aber die werden wieder raufkommen. Ja, ja, klar. Alter, wie groß ist denn die scheiß Kirche, bitte? So groß. Er war da noch nicht, aber er weiß automatisch, wie groß die Kirche ist. Das ist gefallen. Was heißt, links kommt einer. Ich habe euch letzte Folge schon gesagt, dass die Kirche scheiß groß ist. Aber du kannst doch nicht ganz, ganz unten gewesen sein. Doch. Ganz unten? Ich bin von unten eigentlich reingekommen erst. Von unten? Wie bist du von unten reinkommen? Alex, hinter mir, scheiße, ich bin fest. Wir sind fünf, wir sind fünf Etagen schon unten. Fünf Etagen? Warte mal. Wir sind in einer U-tiefen Keller und es geht noch runter. Was? Die Zombies sind tot, Alex? Komm schon. Unten kommen vier oder fünf. Wir müssen aufpassen, von wo die kommen. Ja. Die haben da unten aufgebrochen, nämlich. Scheiße, ich muss. Ah, passt, ich kann reparieren. Mein Speer. Da kommen welche. Schießt man so an. Passt, alles du? Boah, da kommen sie, Alex. Der hat mich gehittet kurz. Gerne schon zurück. Passt, wieder einer tot. Fällt mir ins Gesicht da. Ich muss zurück ein Stück, ich habe keine Ausdauer aktuell. Ja. Passt, alle tot. Ja, warte kurz, ich muss nur reparieren. Oh, da ist noch einer. Okay, warte, ich gehe ein Stück zurück reparieren. Passt, tot. Bin wieder da. Da ist ein Sarg. Da ist natürlich nichts drin. Da ist noch ein Sarg. Da ist ein Nähset drinnen. Kann ich die haben? Ich habe eine Donnerbüchse und im Notfall kann ich die verwenden. Ja. Geil. Die hebe ich mir jetzt auf für den Wolf aber das nächste Mal. Ich jetzt wieder runter? Bist du vor oder soll ich von denen? Ja, ich kann auch vorgehen. Und links von uns höre ich auch Zombies. Kann man die Fackeln eigentlich mitnehmen? Warte mal. Solltest du können. Nein. Ich warte schon. Abbauen vielleicht. Habe ich gemacht. Ist weg. Okay. Einfach ein Despawn. Klebeband und hoffen, da ist ein Zombie. Ja. Da
kommen ein paar Zombies jetzt da wieder. Wir warten gleich zurück. Und das ist so ein enger Durchgang. Da kommen wieder einige, krass. Ja. Sie ist so schnell, Alter, gell? Ich muss kurz zurück, ein bisschen Ausdauer regenerieren. Ja. Was, tot? Ja. Ich höre ihn aber irgendwo durchbauen. Okay, Schrot habe ich leider keine. Ey, Nahrungsstapel, krass, das kann ich gleich nehmen. Ah, ich brauche doch keine Nahrung, stimmt. Eisen haben wir gesagt, brauchen wir, gell? Ja. Ja. Aber bringt nichts, wenn du unnötiges irgendwo oder ein, zwei Eisen kriegst, abbaust, das braucht viel zu lange. Aha, Farbmittel habe ich gefunden. Ja gut, aber wenn die, weißt du, wenn du nur eins kriegst und 100 Mal draufschlagen brauchst oder so, das bringt dann nicht viel. Genauso wie wenn du vom Baum schlagst. Das ist dann krass. Dann holen wir uns das raus. Bist du sicher, dass du... Was? 300? Das ist krass natürlich. Wir sind wieder oben irgendwo. Hier Zombies, aber ich sehe keine. Krass, wo wir hier sind. Aber irgendwie der Loot war ein bisschen auch nicht überraschend. War zwar groß, aber... Ja, das stimmt. Den Tresor hätte ich halt aber fürs Tresor. Wie viel hast du geschafft von dem Tresor? Nicht einmal die Hälfte. Ich habe noch ein bisschen was. Ich könnte meine ganze Spitzhacke jetzt theoretisch aufbrauchen. Dann versuchen wir's. Zuerst sagt er 300, jetzt sind 50. Nein, 300 zum Niederschlag. Nee, das ist die Uhrzahl, oder? Wo geht's denn hier raus? Hallo. Du bist da. Rüber springen. Ich trau mich da nicht rüberspringen, sterb ich sie. Wenn ich es darüber geschafft hab zu dir, schaffst du es du auch. Geschafft, krass. Ah ja, wirklich. Genau, die Räume da sind das. Das gibt aber urwenig, Alter. Urwenig. Mach mal hin. Na, besser, was soll man sagen? Da, lieber besser ein Tresor abbauen. Ich frage mich, was passiert, wenn man diese Holzfässer abbaut? Nichts scheinbar. Ich bin beim Tresor drin, gell? Ja. Ah, das ist der Nebeneingang, den der Dings gemeint hat. Aber Alex, in die Hilfe geht's doch irgendwie rauf. Ich war oben, es ist nichts oben. Im Turm? Achso, im Turm? Da war ich nicht. Da gibt's einen Turm. Hab den Wandriss offen. Und? Silberklumpen, Handfeuer, Waffenteile. Okay, ja, ist okay. Ist okay. Ja, ist okay. In dem Turm. Da oben, schau, da oben ist ein Turm, aber ich weiß nicht, ob es da Loot gibt. Ich weiß doch nicht, wie man da hochkommt. Ah, warte, ich weiß wie. Man kann hier eventuell hochkommen. Und dann kann man aufs Dach, da wo ich freigebaut habe. Da wo ich bin. Wo ist denn das jetzt? Komm zu mir. Warte. Ah, da bist du. Wow. Krasser Dude. Komm noch einer. Sieh, komm mir noch. Gib mir Waffe. Der Große ist tot. Hä? Die stehen eigentlich fast immer auf. Da kommt's mit. Ah, da geht's nach oben. Ja, aber da kommt man nur aufs Dach. Und da müssen wir schauen, wie man vom Dach. Ihr müsst aufpassen, da kann man runterrutschen. Wenn man da hüpft, dann tut er rutschen. Okay.
Da ist so ein Geier. Da gehe ich nicht lang. Warte. Da war ein Geier. Jetzt könnte man es nur versuchen, da irgendwie reinzubauen. Oder sind noch einige Geier? Wow. Du da, Norbert? Ja. Da, auf denselben Block wie ich. Jetzt schon, da ist 788 irgendwo, siehst du den? Ja. Ich bin drin. Okay, wo? Übers Dach, im Fenster rein. Über den schmalen Balken in der Mitte, oder was? Ja, bin ich einfach jetzt hochgehüpft. Okay. Dann gehen wir auch so. Und da gibt's Loot. Ich habe eine Machete, krass. Oh. Was denn? Scheiße. Bist du untergefallen? Naja. Ich nenne es mal so gut wie. Ich brauche Hilfeplan. Okay, scheiße, da müssen wir noch einmal irgendwann mal hin. Da gibt es eine befestigte Kiste mit 10.000 Leben. Was mache ich jetzt? Wenn ich darüber springe, bin ich tot wahrscheinlich, wenn es nicht schaffen wird. Drauf springen kann ich auch nicht. Nein, tschüss. Ah, ich habe gebrochenes Bein. Hab's aber überlebt. Ich gehe schon zurück, okay? Ja. Weil sonst brauche ich ewig. Na, du willst nicht die andere restliche Stadt looten? Ich habe ein gebrochenes Bein und. Es wird bald dunkel. Kann nichts machen. Ja, aber man kann nicht in die Häuser rein, oder? Aber trotzdem meine Zombie stärker. Okay. Ich gehe schon mal zurück. Hast du es über den Balken versucht, oder was? Ich? Nein, du. Ich bin über den Balken gesprungen und dann war ja gleich der Abgrund und bin auf den Luster, der da unten nicht geflogen. So. Und vom Luster wollte ich jetzt hochspringen, hab's zwar geschafft, aber bin durchgebrochen, wieder auf den Luster. Und dann ist der Luster da gewesen, aber ich konnte nirgends mehr hinspringen. Also habe ich mich entschieden dafür. Ich wähle Option A. Ich versuche auf irgendeinen Brett Alex, daneben zu springen. Wir müssen unbedingt nochmal in die Kirche. Ja, können wir gerne machen. Wenn du deine Axt repariert hast und wir vielleicht mir noch eine craften. Dazu brauchen wir viel Eisen. Diese Axt, also für so reparieren brauchst du nur einen Eisen. Ja, aber für eine zweite. Was sagst du? Für eine zweite Axt. Ja, das weiß ich. Auf jeden Fall. Was für eine Axt? Der hat 10.000, der hat 10.000 Punkte dort oben, Alex. Alex. Ja, für eine Eisenspitzhacke. Vergiss es, das Eisen hast du nicht. Du musst das Eisen erstmal schmieden, Norbert. Ah, okay, geschmiedetes Eisen, Holzleder. Weil ich habe 111 normales Eisen, habe ich jetzt mit. Wegen dem Marzipan jetzt, Dominik. Ja. Wir haben euch eure Geschenke gefallen. Also meins kannte ich ja schon, meins hat mir gefallen. Der Shakiris okay. Ist auch begeistert. Okay, ich frag sie mal nämlich. Wen? Shaki. Achso. Ihr hat es gefallen, sie weiß ja schon, wo sie es hinstellt. Okay. Wo? Ins Vorzimmer wahrscheinlich, dort wo er zu vermisst. Glaub nicht. Warum? Glaub ich auch nicht. Warum? Was? Warum? Warum fragst du? Na sag? Nein, nix. Also steht schon dort, okay, weil du so deppert lachst. Nein, ich weiß nicht. Na sicher, ich bin ja kein Trottel, leider. Okay, ich finde da irgendwie jetzt nicht mehr raus aus der Kirche. Ich bin unlangsam, Alter. Dominik? Was sagst du, Alex? Ich bin unlangsam. Ja, ich auch. Noch eine Schiene. In der Kiste haben wir eine, in der Base. Bin ich unterwegs? Oh, ich weiß schon, warum du gefragt hast, Alex. GG.
GG, sage ich nur. Das heißt, was machen wir jetzt? Soll ich in der Stadt jetzt noch bleiben, oder? Nein, du solltest nach Hause kommen, langsam. Dunkel. Ja. Looten nur tagsüber, wenn es geht. Weil in der Nacht werden die Zombies stärker und schneller. Aber wie gesagt, die Stadt ist groß. Das ist halt der einzige, den ich bis jetzt entdeckt habe. Ja, aber die Stadt müssen wir nicht auf einmal looten. Ja. Und ich kann euch aber auch dann das Lager auszeigen, dass ich hier auch einiges an Loot drin habe. Vor allem werden wir uns jetzt dann einmal alle Fahrräder bauen und dann sind wir zumindest ein bisschen schneller in der Stadt. Oh, stimmt, ja. Gebe ich da ein Ausnahmsweise. Das heißt, einer von euch sollte Mechaniker bauen. Ich glaube, das war eh der Norbert, der das machen sollte. Norbert macht Mechaniker. Und dann können wir uns Fahrräder bauen. Craften, was auch immer. Ah, du bist das. Oh mein Gott. Da ist Eisenerz, glaube ich. Was, dass ich mir jetzt urschreckt? Ah, das Blei, okay. Ich höre nur irgendwas aus dem Gras, komme ich dann nicht mehr langsam. Ich bin urlangsam. Es kommt immer näher. Eisen. Bitte. Ja, aber mit der Axt und zu dauert das halt alles so lange. Genau, es kommt halt auf die Menge an. Also, zum Beispiel, ich habe zuerst einen Brocken abgebaut von 300 und habe 200 irgendwas bekommen oder so. David, ich habe das Auto jetzt abgebaut, das hat auch 300 gehabt. Ne? Komplettes Auto weg. Das ist stark. Ja, aber keine 300 Eisen. Ach so. Ich denke immer an mein Eisen. Oh, ich habe Tierfett gefunden. Echt? Was hast du gemacht? Was hast du kaputt? Dieses Dingskarbon kaputt gemacht. Was ist so ein verrottetes Tier auf die Art halt. Ah, okay. Aber das hat nur ein Tierfett gegeben. Egal. Bam, geil. Gott sei Dank ist immer weit. Warst du da schon drin eigentlich? Ja. Aber da könnten wir auch abbauen, da gibt es sicher auch einiges an Eisen. Wahrscheinlich. Du weißt ja gar nicht wo. Ja, in dem Haus. Ich habe auf der Karte geschaut, wo es ist. Achso, das ist eine Lagerhalle, kein Haus. Ah, das ist dort, wo der Bär war, gell? Ja, genau. Also die Donnerbüchse ist gut. Sie ist gut, du musst halt auf den Kopf zielen, dann machst du eigentlich die kleinen Zombies alle One-Shot und die ganz großen machst du in zwei. Oh Gott, ich dachte, wir sind schon fast da, oder? Die ganz großen Zombies machst du in zwei Schüssen kaputt. Nachteil ja, ist. Ja, genau, Nachteil ist, die Donnerbüchse braucht echt lange zum Nachladen. Und Donnerbüchsen-Munition ist wohl nicht so verbreitet wie andere. Aber kann man sich nicht selber herstellen? Oh nice! Ja, kann man, aber ist teuer, glaube ich. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Jetzt haben wir drei Taschenlampen, ich weiß immer noch nicht, wie man sie verwendet. Vielleicht braucht man Batterie dafür. Nein, ich weiß nicht, wie man sie einschaltet. Aber vielleicht kann man sie auch nicht so einschalten, vielleicht muss man sie mit irgendwas kombinieren. Weißt du, ich feiern. Und da ist die eine, das Dings, da kriegt sicher auch so viel Eisen, Alex. Schau, wie viele Autos und so da sind. Gut, da kann ich dann eigentlich dann herkommen, wenn meine Spitzhacke repariert ist. Genau. Schönheit. Danke. Schönheit. Aber hast du nicht gesagt, man sieht jetzt, warte, was man braucht, wenn man was reparieren will? Ja, ein Eisen brauchst du sicher. Aber sehen tut das nicht, was man braucht. Doch, unten in der Ecke, wenn du auf Reparieren klickst und das ist, geht nicht. Dann geht so ein Geräusch und unten rechts in der Ecke siehst du das Zeichen. Okay. Dann brauche ich aber ein Reparaturkit. Ah ja, stimmt, das Reparaturkit brauchst du dafür. Genau, das haben wir in der Kiste. Ist halt scheiße, das alle. Weil die habe ich bis jetzt nur gefunden. Ich weiß nicht, wie man die. Kann man aber machen, habe ich schon gesehen. Aus geschmiedeten Eisen und Klebeband. Also brauchen wir Eisen. GG. Ich muss auf jeden Fall ein Schiff vielleicht haben wir Urpech mit unserer Base, was das Eisen angeht, weißt du, was ich meine? Kann wirklich sein, aber. Bisschen dummer Schicht. Aber ich grab einfach weiter dann. Ja, ich werde dann mit dir ein bisschen mitgraben. In der Nacht möchte ich ja eh nicht rausgehen. Und ich habe nämlich eine Schaufelstufe 4 und Norbert soll dabei einfach. Dings schon. Brauchst du. Was? Mit Schaufel kommst du nicht weiter. Was soll ich dabei? Holz dann abernten oder so. Okay.
ein kurzes Eisenrohr. Ein Ding machen. Handwickel habe ich auch, aber Handwickel brauche ich halt nicht, leider. Scheiß Handwickel. Du könntest auch theoretisch die ganzen Gräser abbauen vor unserer Base. Okay. Aber das sind die Pflanzenphasen quasi. Also ich glaube, Norbert wird sterben. Ist jetzt nur mal so ein Tipp. Also so eine Vermutung halt. Achso, ich bin eh schon bei der Lage. Warum hat er weg, wenn du? Achso, er tut looten. Oder? Ja. Oh, in der Geschwindigkeit, in der er kommt, könnte es ausgehen. Irgendwo Donnerbüchsen-Munition gefunden wird. Bitte. Ja, ich kann man ja, mach das. Setting? Doch, doch, kann man eh theoretisch, aber. Vielleicht könnten wir uns dann auch so Baumwolle auch Kleidung herstellen, dass wir dort so die Schütze sind, wenn Schnee ist. Aus den Pflanzenfasern? Eine Baumwolle. Baumwollpflanzen sind ja. Achso! Stimmt, ja. Das ist interessant, vielleicht kann ich ja die Baumwolle auch anpflanzen. Also Leder haben wir jetzt mal fürs Erste ziemlich ausreichend. So. Ich bin auch kurz im Klo. Ja, werde ich dann auch, wenn ich in der Base bin. Da. Ja, leider. Warum leider? Urgemein bist du. Ist der Norbert auch schon da? Ist er weg gewesen? Nein, ich meine, in der Base. Leider hat er es überlebt. Leider hat er es überlebt. Hat er die Schiene gesehen? Ich suche sie gerade. Aber ich finde sie nicht. Da muss man sie planen, ist ja wurscht. Da, Schiene, weil du es von links. Welche Reihe? Warte. Hast du es?
Danke. Soll ich das Eisen in die Eisenschmiede haben, was ich mit Kammern hab? Ja, und hau gleich das ganze Eisen dazu, was auch in den Kisten liegt, bitte. Ich hab schon. Und wenn ihr habt so ein Draht und verrottetes Fleisch, bitte in die Kiste beim Eingang links. Du musst schauen, es liegt einiges in den Kisten. Ja, gut, sag ich ja. Das schaust du nicht gescheit. Was denn? Hey Mann, geh aus meiner Kiste raus. So, die Kisten sind grob sortiert, ja. Okay. Nicht perfekt, aber grob. Das heißt, wir haben jetzt drei ganz volle Kisten und eine ganz leere und eine. Ja, okay, sagen wir zwei ganz leere, da sind noch drei Sachen drin. Also in die ganz linke, die haben eine ganz Seite, jetzt glaube ich das wieder rein. Na, das habe ich schon wieder rausgenommen. Okay. Jetzt schaue ich dann noch, ob Essen oder irgendwas drin ist, das fische ich dann auch noch raus. Ich habe in den Kisten auch insgesamt 120 Eisen noch gefunden, also. Ah, verursache 10% mehr Schaden an Bären, 10% mehr Schaden an Dings. Krass. Das sind alles Bücher. Wer muss in den Kisten schauen? Wie gesagt, ich habe nur zusammengeschlichtet, aber ich habe nicht geschaut, was drin ist jetzt. Na, warte, schau mal auf mich. Ah, wie kannst du das machen? F. Dominik, F ist Tafelnummer ein und aus. Ah, danke. Krass, danke.
Achso, aber die ich jetzt hier im Dings. Muss ich die in der Hand halten eigentlich, damit sie leuchtet, oder? Ja. Hab ich jetzt nicht probiert? Ja, sonst hast du sie ja nicht ausgerüstet. Stimmt, ja. Muss man. Okay. Hätte sein können wie ein Phasmophobia. Reparatur geht wohl keinen Sinn. Doch, ist es. Ist es, okay. Fünf Stück haben wir noch irgendwo. Gesehen? Müsste in der ganz rechtesten Kiste unten sein. Ist in deiner Kiste, Norbert, wo du gerade drin bist? Reparaturkit. Also du hast die Kiste neu geordnet. Gehst mal raus aus der Kiste. Alter, wo ist denn dein Zombie? Alter. Die Hälfte gegangen können, sondern ich hab gedacht, da bist du durch, Alter. Geht's mal weg da aus den Kisten, bitte. Es waren welche drinnen. Da waren fünf Stück drinnen vorher noch. Hundertprozentig. Nicht können. Ja, ich sag nur, es waren zu 1000% 5 Stück vorher noch drinnen. Na gut, dann muss ich was machen, so was. Was soll ich machen? Und ich sehe dann, Mechaniker soll ich lernen. Als nächstes. Mhm. Okay. Ich habe jetzt nämlich freigeschalten Mechaniker. Mach ich dann als nächstes. Klebeband haben wir, glaube ich, nicht, aber Kleber haben wir. Oh ja, da war ein Tierfeld sind auch drei drinnen, Alex. Ja, stark. Ja, dabei brauche ich keine Fackel. Die Taschenlampe ist gut. Da sind sie drinnen. Unten. In der zweiten Kiste ganz unten habe ich es jetzt reingegeben. Dankeschön. Bitte. Was hast du mich sagen? Weil du ein Arsch bist. Ich hätte urgern Eisenerz irgendwie. Also das, was ich gesehen habe, wenn du eine Fackel hast, die wärmt dich auch. Das schlampe nicht. Logisch. Ja. Also klingt logisch. Ist unlogisch, dass ich Kaffeebohnen nicht anbauen kann. Es geht sich auch nicht aus für dich, dass wir dir noch eine Spitzhacke machen. Und du brauchst 50 geschmiedetes Eisen und wir haben dann 31. Ja, ich weiß. Aber wir werden untertags gehen mal zu den Autos und so, mal die ganzen Autos abbauen. Na gut, ich gehe aber weiter mal in die Mine. Ja. Keine Zeit verschwenden. Gibt's einen Mod reingeben? Wo? Ja, kannst du nehmen.
Kann ich dir. Hebt für Strahlungsentfernung auf. Hebt für 90 Sekunden die Fähigkeit verstrahlte Zombies zur Wiederherstellung auf. Gibt's nicht, dass ich wieder Hunger habe, oder? Unser Essen wird eh knapp. Nein, wir haben noch viel. Und so viel haben wir nicht mehr. Wir haben noch sehr viel. Aber dann ist das nicht in der Kiste. Alter, ich habe über 50 Wildbret. Norbert muss das halt einfach nur kochen dann. Ah, du hast, okay. Nein, sie liegen in einer Kiste, nur noch nicht gekocht. Ja, aber in der Essenskiste. Und in den ganzen. Und in den ganzen Kisten 50 Wildbret nicht gekocht, Alex. In den Essenskisten nicht, sag ich ja. Da liegen nur 3 Wildbret nicht gekocht. Aha. Die vom letzten Mal habe ich schon alle verkocht. Auch die ich noch nachgebracht habe? Wenn du sie in die Essenskiste gelegt hast, dann ja. Okay. Aber es ist nämlich das, dass ich immer 5 dafür brauche, weißt du? Ein Wildbrett, also 5 Wildbrett ist ein verkochtes. Ah, okay. Ja, dann ist logisch, dann ist weg. Krass, so viel Wildbrett für ein verkochtes ist schon dumm irgendwie. Was denn? Die meisten Pflanzen schießt unter die Erde. Ja, schau, genau solche Sachen kannst du eh sicher dann zu essen machen, weißt? Ja, eh. Aber ist das und wir haben... Machst du Mechaniker und Essen und... Dann haben wir das ausgerechnet, wenn ich den Arzt mache. Und ich mache, weiß ich gar nicht, dass ich dann gemacht habe. Ich habe Ingenieur. Genau. Und wir haben auch noch urviele Heuballen. Das sind diese Pflanzenfasern. Na, Heuballen brauchen wir jetzt noch. Ja, das sind Pflanzenfasern. Aus 20 Pflanzenfasern machst du einen Heuballen oder so. Ja, und für was brauche ich denn? Weiß ich nicht. Hast du nicht irgendwie Essen oder so? Was wollte ich jetzt noch? Scheiße. Ja, eh, trübes Wasser und dann. Ich habe mal schön überlegt, ob ich mich vom Haus oder so irgendwo einbaue, Alex, in die Erde. Alex. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich vom Haus oder so einbaue, irgendwo in die Erde. Ja, vielleicht gar nicht so dumm, 2 Minen quasi zu machen. Okay, mit Wasser schaut's echt aus. Warum? Wasser kannst du ja holen. Verstehe ich nicht. Ja, sicher, ja, wir wohnen am Meer. Achso, ich gehe mit so einem leeren Krug hin oder was? Genau, und dann also ist das so aus dem leeren Krug und drückst dann Rechtsklick, glaube ich. Aber dann, wenn ich den Krug verwende, also das Wasser verwende, dann ist der Krug weg, oder? Nein, der Krug bleibt immer, dann trinkst du fast genau. Einen leeren Krug. Leer.
Lehm, Boden, Alex, bitte auch immer in die Pflanzenkiste. Entschuldigung, das war ich wohl vielleicht. Okay. Mach ich. Danke, danke. Stein gefunden. Nein, finde ich auch. Mehr ist genug. Noch leider im Internet nicht, ab welcher Höhe man Eisen findet. Weißt du, was dumm war? Wenn ich den Eisenblock abgebaut habe, hätte ich schauen sollen, welche Farbe auf der Karte hat. Erinnert halt nichts an der Tatsache, dass es dann spätestens wenn wir wenn du die alle abgebaut hast, dass wir dann wieder das vor dem gleichen Problem stehen. Hey, aber vielleicht haben wir bis dahin das Problem schon gelöst. Ja. Das ist einfach zu wenig. Was? Zu negativ eingestellt. Kennst mich ja, mein Lieber. Ja, ich finde auch, dass das urschlecht erklärt ist, gell? Ich habe einen Ball von 2014. Ja, wir haben die Alpha 9, die musst du halt immer nach der suchen. Soll ich machen, sind sie mein Kaffee? Ja, es ist so unrealistisch, dass untertags, also dass halt in der Mine bei mir auch heller wird. Oh, das ist wenn, es wenn wir Kleber brauchen, können wir den selber gut machen. Ja, das machen wir eh ganz gut. Okay. Oder machen wir nicht Kleber? Wie macht man Kleber? 7 Knochen und einmal grobes Wasser. Haben wir es selber gemacht schon? Ja, wir haben es schon mal gemacht, ja. Aber ich glaube, den leeren Krug, wenn man den voll füllt, dann verliert man den, wenn ich den umwandle. Ja, weil der leere Krug weg ist. Weil er voll gefüllt ist. Logisch. Ja, wenn alles gemeint hat, der bleibt. Ja, er bleibt. Wenn du füllst den leeren Krug. Genau. Ist doch irgendwie ganz logisch, Norbert, oder? So, nochmal Alex. Naja, wenn du einen vollen Krug hast, einen leeren Krug hast und du füllst den mit Wasser, was ist er dann? Ja, schon, dadurch ihn weiterverarbeiten und dann ist der Krug weg, glaube ich. Nein, er ist nicht weg. Ist er dann inventarisch leer, Krug wieder? Ja, dann mache ich gekochtes Wasser. Ja. Und dann? Dann verarbeite
okay, wenn man wahrscheinlich den Kaffee getrunken hat, dann bleibt ein leerer Ding zurück. Ja, genau. Ja. Okay. Weil du musst ja das Wasser oder das auch irgendwo in einen Behälter reingeben. Ja. Logischerweise. Ich habe irgendwas anderes gefunden. Was? Weiß ich nicht, ich versuch's gleich herauszufinden. Ich glaube, Bruchsand oder irgendwie sowas vielleicht. Also ich bin jetzt wirklich schon tief unter der Erde. Was? Du musst mal zu mir kommen, Alter. Ja, Bruchsand habe ich gefunden. Schau mal, wie weit ich unter der Erde bin von unserem Standort. Kannst du hier auf der Map schauen? Ja, ja, aber da muss ich wieder raufgehen, um zu schauen, wie weit ich schon runtergebaut habe. Derzeit bin ich in einer Höhe von plus 40 Meter. Okay. Ich bin plus, plus 52 aktuell. Ja, bin ich schon 12 Meter auf jeden Fall runter. Ich glaube, du musst dafür gar nicht. Hast du schon Bruchsand gefunden, aber bis jetzt? Nein. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt schon Bruchsand gefunden. In meiner Mine. Ich überlege, ob ich jetzt nochmal nur geradeaus irgendwo buddeln. Oh, ich habe Blei gefunden. Alter. Ich fühle mich so verarscht einfach von dem Spiegel. Ja, vielleicht ist deine auf der Insel wirklich scheiße, deine Mine. Ich sammle gerade Blei ohne Ende, aber der, ich habe einen Bug oder was auch immer. Das geht nicht runter. Schau mal, ob der Block dann verschwindet, der Bleiblock. Ja, okay, ist verschwunden. Na gut. Komm zu mir in die Mine, Alex. Sicher? Ja, nimm meine derweil. Ja, Alter, ich habe jetzt Blei, Bruchsand, ich habe schon mehr Sachen gefunden, als du jemals in deiner anderen Mine gefunden hast. Warum aber kein Bruchsand? Ich brauche Eisen. Ja, aber da unten ist doch Blei und wenn du einfach gerade, weiter... Du verstehst? Mit Blei muss man auch irgendwas machen können, aber... Ja, kann man eh sagen. Was? Blei kannst du sicher Munition machen, ne? Wo sind die Währung? Da ist sie. Ich gehe mal kurz zum Händler rüber, schau mal, ob der was für uns hat. Mhm. Und da würde die offen lassen. Tja. Ich weiß nicht. Was hast du deine Mine ungefähr gebaut? Gleich, wenn du rausgehst bei dem anderen Haus, zwischen dem anderen Haus und unserer Base. Okay. Wachst du Pflanzen eigentlich auch wieder nach, das Gras und das alles? Pflanzenfasser weiß ich nicht. Nein. Oder man kann, ich habe schon gesehen, dass man Pflanzen sammeln. Aber ganz ehrlich, Pflanzenfaser findest du so viel, Alter. Aber Gras sammeln kann man auf jeden Fall machen. Ich rede jetzt nicht um Pflanzenfasern zum Beispiel. Man kann aus einigen Pflanzen Tee machen, Kräuter und so weiter. Ah, okay. Ich habe uns auch Tee gemacht aus den Pflanzen, aber ich konnte das nicht anbauen.
Ernsthaft, Leute, ich bin durstig. Ich habe vorhin gerade was getrunken, oder? Achso, vielleicht dünnst du es wahrscheinlich. Ich habe jetzt nämlich Goldrutentee gemacht. Oh, ich habe Eisenerz gefunden. Krass. In einer Mine? Nein, draußen vor der Tür. Also beim Händler, auf dem Weg zum Händler. Baue ich gerade einmal ab noch. Dann schau auf der Karte, welche Farbe es hat. Ja. Warte mal. Ah. Ja gut, wenn er am Weg vielleicht. Oh, nochmal, ich brauche Hilfe. Komm. In der Mine. Was ist schnell. In der Mine? Fliege schnell. Wenn du letztes bei dem drinnen hilfst. Okay. Danke für deine Hilfe. Ja, aber wenn du den innen mit mir machst, dann hätten wir den gemeinsam machen können. Alex, ich habe gerade jetzt gefunden. Das werde ich jetzt markieren. Also bitte. Ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich den teilen kann, den Wegpunkt, Alex. Schau, wo ich bin. Warte mal kurz. Ja? Und markier dir das. Dort müsste Eisenerz drunter sein. Es stand nämlich, ich habe das Eisenerz abgebaut und es stand, dass es da unten noch mehr Eisenerz geben sollte. Was denn? Mhm. Okay. Blöder Wolf, weil ich ja bin. So, hab's markiert für uns. Passt, wie hast du es gemacht, dass es für alle geteilt ist? Gespeichert und dann geteilt. Ja, aber wie hast du es geteilt? Ja, da steht dann Wegbuch teilen im Menü. Oben, okay, links. Ich muss was essen. Essen ist auch echt Sache jetzt. Sei mal ehrlich, brauch auch viel mehr. Aber das ist auf jeden Fall eine Blamine. Du da jetzt nicht weitermachen, ja, weil. Bla haben wir eh, glaube ich. Dann genug. Mann, der Wolf hält so viel aus, oder? Ja. Warum sind die so übertrieben stark, die Scheißviecher? Das ist ja nicht normal. Auf jeden Fall dort, wo du markiert hast, Alex, dort habe ich nämlich das Eisenerz abgebaut. Und ich baue jetzt drunter mal. Und er stand unter dieser Erde, sollte sich noch mehr befinden. I'm on the way. Da ist auch irgendwo ein Wolf, gell? Ich würde nur aufpassen. Ja gut, wenn es den erlegt, wird er nicht mehr. Ich will ihn ja erlegen, aber er ist so OP, oder der scheiß Wolf. Außerdem, er läuft immer weg, wenn ich ihn einmal anhitte. Das nervt mich nur. Was, der Wolf ist tot? Der Wolf gibt aber viel her. Was? Der Wolf hat gegeben 25 mal Fleisch und 10 mal Leder. Ja, ich werde jetzt dann die größeren Tiere mir machen, Norbert. Ja? Ich weiß nicht, ob es genau dort war, also wo du jetzt stehst. Ich weiß jetzt nicht, genau da. Ich baue schon Eisen ab. Echt? Krass. Ja?
bitte jetzt auf dieser Stelle ganz satt ersten, weißt du, was ich meine? Bis unten und urweit und so. Warte, die Ausdauer geht wohl schnell rum. Aber ich bin nicht. Oh, ich hab Hunger. Wahrscheinlich deswegen. Wenn du und hungrig bist, dann. Wie viel Eisen hast du dann schon rausgekommen? Oder wie groß ist denn die? Ich tue ein bisschen da rundherum. Noch Erde abbauen. So, ein Jagdmesser hat der, große Rohre. Was? Ich krass, ich kann hier geschmiedetes Eisen kaufen. Aber kostet das viel? Ja, 24 pro Stück halt. Ja, ich würde halt wirklich das sparen für Wasser. Eisen kann ich auch kaufen? Ja, dann müssen wir halt. Dann müssen wir halt mal zur Abwechslung ein paar Missionen machen. Okay, ich muss abhauen. Warum? Ich kann einen Zombie kommen. So. Sonst sterbe ich wieder in der Mine wie vorhin. Das ist aber keiner. Stirb, du Ficker! Stirb, Alter! Boah! Gib mal! Alter! Du schlagst mich! Oder bist du nicht mit Dominik Schürz? Nein, ich bin dort Eisen abbauen! Oder verstehst du, ich habe jetzt was gegessen, aber ich bin trotzdem fast am Limit, Alter! Was? Es dauert auch ein bisschen, bis sich das auffüllt. Okay. Das ist krass. Wenn man Kaffee trinkt, dann wärmt einem das. Das ist wirklich voll realistisch. Aber ich kauf Dings, Alex. Hm? Tierfett. Okay, ich habe noch nicht ganz abgebaut, aber ich habe schon 1400 Eisen. Krass. Das ist gut. Das ist gut. Aber ich muss jetzt zurückgehen und mal reparieren und dann habe ich das Eisen gleich in den Ofen. Das heißt, Eisenwerkzeug ist auf jeden Fall mal gesichert. Das heißt, meine Damen und Herren, wir haben Next Step erreicht. Und ich muss dann bald anfangen mit dem Haus bauen. Wir haben jetzt Tag 9. Dominik, das Jagen auch übernehmen. Ja, aber mach mal die anderen Dinge. Wir haben noch genug zum Essen drinnen. Wir haben noch Bohnen und so. Ihr könnt auch diese Kisten, also diese Dosen essen. Also wir haben ja noch Dosen in den Kisten. Schade, dass man nicht kriegen kann oder so. Ja, vielleicht, das wird vielleicht noch irgendwann kommen. Kann man aber gut vorstellen, dass das kommt. Ist das Eisenerz auch? Das ist nur. Und übrigens, Alex, falls du dich fragst, das hatte so eine bräunliche Farbe. Eisen, ja. Ja. Ja, hab ich jetzt gesehen. So eine dunkelbräunliche Farbe. Das sind vergrabene Vorräte, ich mach mal die Aufgabe da. Ich bin mir sicher, man kann eh überall Eisenerz finden, Alex. Nur war die Insel vielleicht wirklich keine gute Entscheidung, weißt du, was ich meine? Das kann natürlich möglich sein. Ist das wirklich zufällig? Genau dort ist es. Ich glaube, ich habe noch ein Eisenerz-Dings gefunden. Ah, nein, das ist kein Eisenerz. Muss
Müssen wir wieder schauen, wie man Kleber macht. Aus Tierknochen und Wasser, glaube ich. Leute, ich soll Vorräte jetzt ausgraben. Man kann trübes Wasser. Geht dann einfach. Kauf dir einfach eins. Also, sammel's. Ja, kann ich eine Wasserkugel mehr. Dann trink was aus. Mach ich hier. Warte. Komme mit trübe Wasser. Oder? Drübes. Ich geb das auch immer in die Essenstruhe rein. Ja, kannst du mal hinterher werfen. Also jetzt habe ich schon drinnen. Okay. Übrigens, weil ihr da Schneebälle reingegeben habt. Ja? Man kann drübes Wasser mit Schneeball und leeren Krügen aufmachen. Ja gut, aber der Weg zum Wasser ist jetzt nicht besonders weit, Norbert. Nein, ich sag nur, weil wir im Inventar welche drinnen haben. Alter, wir knutschen schon wieder der Magen. Ich hab auch Freude, dass ich das gegessen. Ist deine Hungerlaste voll oder nicht? Nein. Das siehst du ja. Ja, da musst du was essen wieder. Da musst du halt mehr essen, nicht nur ein Fleisch oder sowas. Ich wollte euch nicht zu viel wegessen. Irgendwie provoziert er mich. Ich komme dann eh mit ein bisschen Fleisch zurück und ich schaue dann, dass ich dann was am Weg wieder ein bisschen erschieße. Okay, du hast es gemacht. Was dann? Nein, ich mach Kleber. Oh, ich habe einen Nahrungsschatz gefunden. Das ist jetzt ein Drittel voll wieder im Essen. Ja, warum machst du es ja nicht ganz voll? Das verstehe ich nicht. Ich brauche. Kein Wunder, dass du. Ich brauche so viel Essen. Ja, dann isst aber. Ich habe jetzt zwei Milchbrett gegessen und eine Dose und habe ein Drittel voll. Wir haben nichts mehr. Du hast zwei ganze Milchbrett gegessen und hast nur ein Viertel und irgendwas läuft da falsch. Du weißt schon, dass es sich über Zeit auch auflädt, Norbert, oder? Steht links die Zeit, wie lange es auflädt. Das mit dem Schuh habe ich stehen. Beim Schuh habe ich stehen 6 Minuten. Aber hast du gekochtes Wildbrett gegessen oder normales? Gekochtes? Das, was ich gemacht habe. Aber ich habe das Anwildbrett gegessen und habe wo viel voll gekriegt. Okay. Irgendwas läuft auf schief.
So, jetzt habe ich die Mission erfüllt. Gehen wir mal zum Hinzu. Zum Chef. Alter. Wow. Warte, wo bist du hergekommen? Also Sachen braucht man dann immer ein Reparaturkit. Ja, das ist neu wohl mit dem neuen Update. Mann, ich hab mein Eisensperr ist auch kaputt, weil ich auch kaputt. Aber den repariere ich nicht, das spare ich dir jetzt immer. Was? Er sagt mir, ich habe Tiere in der Nähe gefunden, oder? Aber wenn ich dann mich umschaue auf der Karte, finde ich kein einziges Viech. Wow. Was denn? Der Speer muss repariert werden. Wir können reparieren. Hab aber nicht verstanden, was da nicht so schlimm ist, Brudi. Du hast halt die Bäume wieder urnah gepflanzt. Das ist doch nicht nah. Ja, da an der linken Seite ist ja urnah. Ja, du siehst ja das Haus, das braucht man ja nicht. Aber trotzdem sind wir nicht, ob zum Mist dann kommen. Ich meine, jetzt ist es egal, aber wenn dann die Nacht ist. Weißt du, was ich meine? Wenn Dominik von oben schießt, sieht er nicht von wo die Sonne fliegt. Oh, ich kann er erst schießen, wenn sie schon bei uns sind. Und wir bauen ja jetzt weiter, wir machen uns ja breiter jetzt. Sobald ich jetzt dann da fertig bin, werde ich uns Steinwände machen. Nein, Ziegelblöcke, Entschuldigung. Keine Ahnung. Das war dann neu, glaube ich. Aber ich finde schon was Mögliches. Ich bin leider noch etwas unterwegs, dann kann ich kein Fleisch mitnehmen noch aktuell. Weiß schon. Oder bist du sehr hungrig? Dann ist er mal gescheit, dass du deine Lebensmittel in den Kisten ist noch sicher was noch was da. Ja, so Bohnen und so. Ja? Ist mir wurscht. Oh, ich bin gerade bei der Vorratskiste scheinbar, Alex. Echt? Nice. Also, ich weiß nicht, aber da ist, leuchtet gelber Rauch. Ich weiß nicht, was das sonst sein soll. Gönn dir. Schau mal, was das ist. Und da ist noch ein fettes Haus. Ich will eigentlich nur die Aufgabe da hinten machen, nämlich.
Vorräte, krass. Krass. Wir haben aber nichts zu essen. Warte, ich habe jetzt Essen gefunden. Das reicht für die nächsten 400 Jahre. Echt? Sparen wir uns eigentlich. Was sagst du? Dann sparen wir uns wieder, oder? Und was ist das denn? Wahrscheinlich. Ich habe Antibiotika, Verbandskasten, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dosen mit Essen drinnen. Und da ist gleich die zweite Vorratskiste. Die sind alle nebeneinander gelandet. Vielleicht ist das immer dasselbe Ort. Markieren. Ja, wirklich, wenn es immer dasselbe Ort ist, vielleicht. Lebensimod habe ich bekommen. Und ein Fahrrad. Dings. Die Vorräte, das sind ja die, die mit dem Flugzeug runtergekommen sind, Alex. Ja, hier, aber wenn zwei nebeneinander sind. Ja, aber ihr habt es ja eh gesehen, wo sie gelandet sind. Ja, aber ich glaube, ich weiß den Ort genau jetzt, wo die sind. Ja. Ist ja aber schuld, wenn ihr das nicht tut. Ja, warum magst du nicht einfach? Und beim nächsten Mal rennen wir dorthin und schauen, ob es so ist. Wenn ich sehe, weiß, wo es jetzt ist. Okay. Solange das wissen, ist mir wurscht. Sagen wir das nicht. Nicht da, wo ich bin, markierst du einfach. Wurscht, aber Hauptsache, wir wissen wo. Wegpunkt speichern, dann mache ich das da, ich gebe FF ein. Ich weiß nicht, wie ich das mit euch teilen kann. Links oben. Im Menü. Wegpunkt verfolgen, Wegpunkt. Ah! Wegpunkt teilen, Brudi. Genau. Da habe ich noch so eine Autowerkstatt gefunden, da gibt es auch urviel Eisen. Das müsste man halt nur alles abbauen. Braucht mal besseres Werkzeug, das ist zahm, Alter. Sonst... Alex hat eh das Eisen, hat eh das Werkzeug. Ich tue das mit der Steinaxt abbauen dabei. Aber Alex hat eh das Werkzeug. Okay. Ich habe Eisenspitzhacke schon, Eisenaxt. Der hat sich halt das ganze Eisen genommen und gecraftet, damit wir halt nichts haben. Stimmt ja gar nicht, es ist ja eh noch genug da. Du hast mir die Eisenspitzhacke gegeben, mein Junge. Gab's ja nicht. Wir haben ja jetzt das Essen gefunden. Ja. Aber du kannst gerne schon machen. Du bist schon in der Kiste sein genug. Ich brauche auch eine Eisenspitzhacke. Ja, wie gesagt, jetzt dürften wir genug haben. Fürs Essen zumindest. Ja. Aber wie gesagt, in der Eisenmine gibt's noch was. Warte mal. Du gefunden hast. Da habe ich eine riesige, ein riesiges Gebäude gefunden. Das müssen wir gemeinsam looten einmal. Loans. Das ist so eine Lagerhalle, so eine große. Loans Trade. Und auf der anderen Seite ist ein großer Supermarkt. Wo ich bin? Nein, auf der anderen Seite. Das ist Richtung der Stadt, aber nicht davor, tot. Rechts, links. Warum ist er tot? Ich habe ja, 5 Zombie-Spieler. 5. So, Football-Zombies. So. Aber die sind urschnell. Sind doch Football-Spieler. Ja, aber die sind wirklich schnell. Ja, ich bin fix tot. Da kommen immer mehr. Wo bist du? Ich, oh, ich habe eine Stadt gefunden. Oder ein Dorf, irgendwie sowas. Mist, mir ist was Ungutes eingefallen. Ha. Ich muss das nur abhauen. Und ihr habt wieder die Tür offen lassen, oder? Immer sagt sie mir, ich soll die Tür schließen, aber selber macht sie es nicht, oder?
Alex, Norbert, ah. Ich habe hier ein riesiges Dorf gefunden. Ich kann jetzt wirklich nicht, ich habe keine Zeit. Kann das sein, dass ich nur, kann man, dass man sich das nur craften kann, wenn es derjenige gelernt hat? Was denn? Ich hab das nicht gelernt. Aber ich vielleicht. Ich finde das nicht zu machen, die Spitzhacke. Kann man sein. Werkzeuge fallen. Kann ich machen, Kochgrill, Kochtopf und anders. Du musst es suchen, gib mir mal einfach eine Eisenspitzhacke. Oh ja, viel, glaube ich. Also hast du schon wo reinklicken? Nein, in der Schmiede muss man. In der Schmiede steht nur. Ja, man muss es machen, aber Eisen ist auf jeden Fall in der Schmiede. Aber ist kein Eis. Ja, wie gesagt, da musst du wahrscheinlich noch eins machen, dann habe ich es nur reingelegt. Okay. Aber nochmal, Tag. Nein, ich spiele das Eisen. Ich habe jetzt eh auch Eisen reingelegt. Aber für was brauchst du Leben eigentlich? Was? Für was brauchst du Leben? Leben? Für Ziegelböcke. Ah, okay. Ich bin bei einer Mission jetzt. Ja. Ich will Team Z-Spieler töten. Okay. Aber ich sehe keine Team Z-Spieler. Vielleicht musst du das noch aktivieren. Beim Sammelpunkt habe ich auch machen müssen. Habe ich gemacht, aber ich sehe keine. Okay. Auch sowas wie in einer Ortschaft jetzt hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Häuser. Krass, markieren. Und dann können wir die alle abluten.
Scheiße, ich bin infiziert. Gott sei Dank habe ich Antibiotika gefunden. Also Missionen zu machen zahlt sich echt aus. Alex. Ja, ich würde die Mission gerne machen, aber. Aber? Ich sehe diese Spieler nicht. Wir brauchen echt ein Fahrrad, oder? Ja. Alex, Norbert, hast du es jetzt schon gelernt eigentlich? Fahrrad, ja, oder? Nein, ich hab Mechaniker noch nicht. Dann mach das immer nicht Mechaniker, oder? Nein. Dann mach das jetzt bitte als nächstes. Ja, mach ich. Mir fehlt dir nicht mehr viel. Aber du brauchst dann noch einen Punkt für Fahrradlernen. Echt? Dann brauche ich zwei. Naja, muss er dann als Kind, er hat dann nur Mechaniker gelernt, glaube ich. Na, Mechaniker reicht ja. Mechaniker ist ja das Fahrrad, soweit ich weiß. Achso, genau. Warte. Mechaniker. Genau. Mechaniker ist Fahrradmechaniker. Ein Punkt. Ah, okay. Ein bisschen zart ist, ich krieg bei den Samen auch nur immer einen Samen raus. Ich krieg zwar mehr. Mehr was? Ich krieg zwar, wenn ich die Sachen hab. Also sagen wir so, ich fange nochmal an. Ich habe einen Samen und daraus kriege ich zwei, was auch immer ich anbaue. Aber ich krieg nicht den Samen mehr raus. Das ist zart ein bisschen. Verstehe ich. Du kriegst keinen Samen raus, oder was? Oh ja, einen. Nur einen. Nur den er eingesetzt hat. Aber vielleicht kannst du das irgendwie abbauen, ohne dass du immer den Samen verbrauchst, weißt du, was ich meine? Mit irgendeinem Werkzeug dann. Genau. Du baust das an und das bleibt immer, wächst immer wieder nach. Ja, schon trotzdem würde ich gerne einen Samen mehr raus haben, weißt du, ich meine? Nein, du verstehst nicht, was ich meine. Ich meine, dass du das dann. Dass das immer wieder nachwächst, sozusagen. Aber das wächst nur nach. Genau. Das ist da brauchst du alles quasi, das wächst trotzdem. Das heißt, du hast dann zwei Samen, also du hast dann einen Samen, kannst ihn einsetzen. Dann wächst was, du kannst es abbauen, kriegst wieder einen Samen, kannst das nächste einsetzen und das andere wächst aber weiter. Das heißt, du hast schon zwei Dinge, die nachwachsen. Ich kann einmal draufhauen, ist abbauen. Ja. Und das zweite Mal ist, dass der Samen drinnen ist. Den tue ich dann auch raus und dann arbeiten werden. Ich kann schauen, ob er drinnen bleibt, aber trotzdem gebe ich keinen Samen daraus, weißt du, wie ich meine? Ist ja wurscht. Hauptsache, es ist zumindest ein bisschen was, was nachwächst. Dann müssen wir halt noch irgendwo Samen finden oder sowas. Genau, das meine ich.
Freude, was mit dir? Zerleg die Bude. Was ist mit ihm, oder? Ich glaube, er ist gestorben. Aber es ist nur so eine Vermutung. Nicht mehr reden. Nein. So, ich komme jetzt mit ein bisschen Essen noch zurück, Norbert. Norbert? Norbert? Achso, ja, das ist gut. So, bin wieder da. Redet alle mit uns? Nein. Okay, klar.
habe jetzt mal der Goscha geschrieben, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Ja. Kannst du kurz aus dem Lagerfeuer rausgehen? Bitte? Ich möchte nur was reinlegen. Ja. Was ist drin? Jetzt haben wir nämlich auch einen Messbecher drinnen. In der zweiten Kiste sind noch Dings für dich drinnen. Mhm. Alter, aber ich jetzt das gekochte Wasser versumpft. Jetzt noch da, Dominik? Ich hab. Warte, ich hab's gesagt, ich bin am Klo. So, das hab ich nicht gehört. Ich ruf ihn gerade an. Er ist rausgeflogen. Ah, er hat gerade geschrieben, sorry. Mir ist urschlecht, sorry, hat er geschrieben. Ist er umgeflogen, oder was? Ich weiß nicht. Das hat er einen ordentlichen Schäberer gemacht. Ja, und auf der Tastatur steht nämlich auch irgendetwas. Ach, der Tastatur steht doch irgendwas. Ich würde sagen, wir beenden es jetzt einfach mal an dieser Stelle, oder? Für heute. Ja, auf der Tastatur steht was. Wurscht. Okay. Er hat da in den Chat was geschrieben. Du siehst ja den Chat ja nie. Da stand GVP, als wäre mit der Tastatur irgendwo okay. angekommen. Na gut, wir beenden mal hier. An dieser Stelle.